Hallo liebe Bullpiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Talk. Letzte Woche hatten wir den großen Summer-Special-Loki-Finale-Talk. Heute geht es mal nicht um Marvel, was echt interessant ist, weil ursprünglich wollten wir diesen Talk so aufziehen, dass wir über Black Widow sprechen. Ich habe ja aber schon meine Kritik eigentlich veröffentlicht. Sebastian hat noch nichts zum Film gesagt. Ich glaube, deswegen werde ich, bevor wir zum Hauptthema dieser Show heute kommen, werde ich ihn nochmal ausfragen, was Black Widow angeht. Aber heute soll es um was anderes gehen. Ihr seht schon im Hintergrund, ihr seht schon, es ist sehr grell hier, wie auf einem Wüstenplanet. Ja, meine Güte, es ist Güte, wirklich, ein es ist wirklich grell, heute ein wenig, ja. Ich glaube, das Problem ist, weil von unserem letzten draußen Stream fehlen noch vor den beiden Lampen diese Filter. Das ist möglich. Deswegen das ist es möglich. Ein bisschen grell. Es ist kein Problem. Wir sind Profis, wir können sowas ab. Es ist wie mit der Sonne, nicht es direkt reingucken. Es ist wie mit der Sonne, nie direkt reingucken, ne? Heute sprechen wir über Dune, denn Sebastian und ich hatten das große Glück, heute die ersten 10 Minuten dieses kommenden Epos sehen zu dürfen. Ich weiß, dass der Herr zu meiner Linken ein großer Fan generell von Dune ist. Mhm. Ich habe den originalen Film aus den 80ern letztes Jahr nochmal gesehen, um mich ein wenig aufzufrischen. Aber alles, was dieses Thema angeht, dazu kommen wir noch. Ich habe den Leuten trotzdem ursprünglich einen Black Widow-Stream versprochen. Und genau deswegen, Sebastian, du hast jetzt, sagen wir mal, 6 Minuten Zeit, mir alles zu sagen, was du von Black Widow hältst. Aber ich möchte dich erstmal überhaupt einführen in diese Show. Deswegen, hi Sebastian, du bist auch hier. Hallo, ich bin auch hier. Hallo. Blonde Gefahr, abonniert ihn auf Instagram und sagt auf jeden Fall euren Respekt an André, weil er macht diese Show wieder zu dem, was sie ist. Deswegen André auch hier. So, Black Widow, go, go, go. Go, go, go. Jetzt stellt er mich hier so unter Zugzwang. Ich fand den Film okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn okay. Es war klassisch gute Marvel-Unterhaltung. Spektakulär solide. Die allerdings halt, was 6 Jahre zu spät gekommen ist oder so. Der Film spielt ja nach den Ereignissen von Civil War. Und ich finde, da hätte man den Film damals auch bringen müssen, weil dann hätte es wirklich gut gepasst. Dann, glaube ich, wäre auch so dieser ganze Nervenkitzel von dem spannender gewesen. Weil so wissen wir letztendlich auch wieder so, das ist wie mit Daryl und Carol bei The Walking Dead, bei denen ich jetzt irgendwie keine Angst mehr habe, ob sie jetzt gerade noch sterben könnten, weil ich genau weiß, okay, ihr kriegt eh einen Spin-off. Und genauso war das jetzt in diesem Film auch so ein bisschen so. Die Bedrohung für Black Widow war für mich irgendwie nie gegeben, weil ich ganz genau wusste, ja, okay, in Infinity War und in Endgame wird sie eh dabei sein. Und letztendlich war dieser Film eine sehr lange Einführung für Yelena Belova. Das ist ja dann auch durch die Post-Credit-Scene des Films so ein bisschen gegeben, dass sie ja offensichtlich eine größere Zukunft im MCU noch haben wird, zumindest für die Hawkeye-Serie, weiter will ich das jetzt hier nicht spoilern. Die Action fand ich solide, auch wenn ich mich manchmal echt gefragt habe, okay, ist das überhaupt passende Black Widow-Action, weil sie ist ja gar keine Superheldin mit übermenschlichen Kräften und trotzdem hat sie da Gefühl, ich weiß, der Honest Trailer hat jetzt irgendwie so einen Counter gemacht, wann sie, wo hätte eigentlich schon sterben müssen. Yeah. Das war irgendwie noch so das Lustigste an dem ganzen Ding. Deswegen, also darstellerisch fand ich das toll, gerade auch hier David Harbour, Rachel Weisz, Florence Pugh fand ich auch wirklich sehr, sehr toll. Die haben gut funktioniert, aber ich finde, der Film kommt einfach viel zu spät und hat letztendlich auch nicht so wirklich was Neues dazu beigetragen, was wir nicht irgendwie schon vorher wussten. Außer, dass der Film mal so ein bisschen aufklärt, okay, was war denn jetzt mit Clint und Natascha in Budapest? Obwohl ich das viel lieber gesehen hätte. Ja, klar. Es wird uns erneut nur erzählt. Diesmal wissen wir zumindest, was sie letztes Mal nur angedeutet haben, aber diesmal wird es erzählt. Wir sehen es nicht, was schade ist. Und was mich noch gestört hat, ist, dass Black Widow selbst gefühlt nicht die Hauptfigur im Film ist, sondern Florence Pugh. Und ich mag Florence Pugh auch sehr gerne im Film. Ich finde Yelena ziemlich cool. Aber in ihrem letzten Film sollte sie zumindest noch mal die Hauptrolle sein dürfen. Aber der Film fühlt sich eher so an wie Staffelübergabe. Und hier ist die nächste Black Widow. Naja, sie ist halt, ja, vor allem, es ist halt
dementsprechend ja auch nicht ihr letzter Film. Ihr letzter Film wird Endgame. Trotz allem Endgame bleiben. Ja, ja, aber ich meine chronologisch für uns jetzt, die so im Kino sehen, das ist ihr letzter Auftritt, für den wir nochmal ins Kino gehen. Mhm. Dafür fühlt es sich ein wenig komisch an. So, das sind unsere Gedanken zu Black Widow. Ich glaube, ich kann noch einmal in die Kommentare hauen, bevor wir zum Hauptthema kommen. Wie steht ihr zu Black Widow? Skala von 1 bis 10. Go, go und nochmal go. Oh, Mephisto schreibt, im Star Wars-Universum würde Sebastian die blonde Bedrohung heißen. Ja, clever. Ja, und Chucky Baby schreibt auch, die meisten Leute haben diesen Film noch nicht gesehen. Also das glaube ich tatsächlich auch, weil viele sind irgendwie ja noch nicht ins Kino gegangen. Viele haben sich natürlich auch diese 21,99 auf Disney Plus gespart. Jetzt sehe ich hier so die Bewertungen, die so langsam reinkommen, so 7 von 10, 6 von 10. Ralle Racing TV schreibt, ich habe das Gefühl, dass es nur diesen Film gibt für die Staffelübergabe. Moskau UdSSR gibt 10 von 10. Dann Ralle gibt trotzdem aber 8,5. Marco ODW gibt 6 von 10. Hi, erstmal alle zu viel Aktion, Anfang, Story, Flow, Mittelteil, gut. Und hier Herr der Ringe, Weidmann gibt 7 von 10. Ich will nicht, dass Natascha ersetzt wird. Ja, ich auch nicht. Aber das wird, glaube ich, so ein bisschen der Fall sein. Ich glaube, es wird mit fast allen Avengers passieren. Captain Knaggebrot schreibt, cooler Name. Also ich habe den Film erst nach dem Staffelfinale von Loki gesehen. Im Vergleich finde ich Black Widow ziemlich lahm, also 6 von 10. Bei ganz vielen kommt er ja auch nicht ins Kino, weil da gab es ja dann auch noch so diese große Disney-Kontroverse. Die haben ja sehr große Auflagen für die Kinos und dann sagen viele Kinos auch, okay, das mache ich nicht. Mhm. Kann ich irgendwo auch verstehen. Ja, also wie gesagt, viele, glaube ich, haben ihn nicht gesehen und die ihn gesehen haben, teilen, denke ich mal, so ein bisschen unsere Meinung. Wenn ich jetzt so von der Wertung bis 10 Punkte gehe, sehe ich hier so 7 von 10. Ich glaube, ich schwanke so zwischen 6 und 7 von 10. Das wollte ich genau auch sagen. Kellerjung schreibt zum Beispiel, hier in Beuen läuft er halt in keinem einzigen Kino. Also ja, das ist krass. Also da merkt man auch irgendwie offensichtlich, wie dieses Konzept auch von Disney, so gleichzeitig zu sagen, okay, einen Tag später habt ihr es halt schon im Stream. Ich weiß halt nicht, wie viel Freude sie sich damit letztendlich machen, weil das natürlich auch so ein bisschen den Anreiz verliert, ins Kino zu gehen. Weil klar, 21,99 sind irgendwo ganz schön viel Geld, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich lade mir jetzt 5 Leute zu mir nach Hause ein und wir teilen uns die 21,99, dann kommen wir auch alle immer noch irgendwo günstiger bei weg, als ins Kino zu gehen, ne? Das stimmt. Also ja, ich schließe mich dem Chat so ziemlich an. Bei mir ist es, ich habe ja gesagt in meinem Video, dass ich trotzdem meinen Spaß mit ihm hatte, dass es so ein solider Spy-Thriller ist. Ich würde der nochmal so eine 6,5 von 10 geben wahrscheinlich. Ja, ja. Also für 7 ist zu viel, 6,5 ist vollkommen okay. Ich hoffe halt nur, dass das jetzt nicht so, also ich finde, für Phase 4 im Kino war das ein ziemlich lauer Start. Oh. Und ja, jetzt kommt ja als nächstes Shang-Chi. Da hoffe ich halt einfach mal, dass das wirklich ein bisschen auf gutes Martial Arts geht. Und dann haben wir Eternals, dann kommt ja noch Spider-Man 3 in diesem Jahr, wo auch noch kein Trailer gekommen ist. Ne? Ich finde es langsam echt ein bisschen krass, dass zu Spider-Man 3, der im Dezember kommen soll. Ja, aber also da haben wir noch Zeit. Ich glaube, der wird so, jetzt ist bald Comic-Con am Wochenende. Ich glaube, dass da erste Informationen durchsickern können. Und ich glaube, dass kurz darauf auch ein Trailer folgen wird. Ja, ich hoffe auch, dass so Anfang August oder so. Aber im Gesamten muss ich sagen, als ich das Line-Up gesehen habe von allen Marvel-Projekten, habe ich mich in erster Linie auf WandaVision und Loki gefreut. Die beiden haben mich nicht enttäuscht. Ich glaube aber generell, dass das Line-Up nicht mehr so stark ist, wie es in Phase 1 bis 3 war. Das glaube ich wirklich. Ja. Und ich glaube, Marvel könnte eventuell Probleme kriegen, gerade wenn man sich dann so die Konkurrenz anschaut. So, DC halt. Ja, meine ich. Ne? Weil da erwartet uns sowas wie The Batman. Da erwartet uns, ich meine, The Rock ist generell ein Kassenmagnet.
Stimmt, Black Adam. Black Adam. Ja. Uns erwartet The Suicide Squad. Uns erwartet Shazam 2. Shazam 2. Und der erste war für mich auch so ein Und vor allem bei Shazam, wenn sie dann irgendwann wirklich dieses Crossover mit auch Black zu Adam. Black Adam machen, dann hast du den auch noch mit drin. Ich glaube generell, bei DC geht jetzt der Spaß erst so richtig los. Ich fand ja, ja. auch Zack Snyder's Justice League cool. Obwohl ich den zweiten Wonder Woman-Film nicht so toll fand, habe ich immer noch Bock auf den Charakter und freue mich auf Wonder Woman 3 und ihre Zukunft im, ja. Kev wohnt im Kaff, hat uns 5 Euro gespendet, vielen Dank dafür. Danke. Kev. Und schreibt, Leute, die das MCU jetzt anfangen zu schauen, haben doch jetzt einen Vorteil, weil sie Black Widow nach Civil War schauen können, oder nicht? Ja, stimmt, das stimmt. Aber, aber nein, weil dann muss man an der richtigen Stelle Pause machen. Wegen Post-Credit-Scenes und der letzten Szene. Das ist halt das Komische. Ja. Aber und ja. Hier ganz kurz, Dousty Drawer schreibt gerade hier, hi, hoffe, euch hat die Zeichnung gefallen. Das ist der gute Mann, der uns gezeichnet hat. Ich hatte gestern, glaube ich, auf Instagram die Skizze gepostet. Ich poste nachher noch das vollständige Bild dazu. Danke dir. Sehr, sehr cool, dass du dir da die Mühe gemacht hast. Ist witzig geworden, finde ich sehr cool, wirklich sehr cool. Ja, dann ohne weiteres verschwinden wir vom MCU weg, entfernen wir uns davon und fliegen wir den Planeten Arrakis an. Fliegen wir, ja? Ja, wir fliegen ihn an, wir haben ja das Spice genommen, deswegen können wir dahin gut navigieren. Wir sprechen heute über Dune und das ist ein Phänomen. Es gibt die beliebten Bücher von Frank Herbert. Es gab den einen Film, den es nie gab. Oh, ja, und den hätte es mal geben sollen. Dem musst du noch einiges sagen danach. Und dann haben wir den Kultfilm von David Lynch aus den 80ern mit Kyle MacLachlan. Mhm. Und jetzt haben wir ein Remake. Das erwartet uns am 16. September. Ja, ich wäre vorsichtig, es ein Remake zu nennen. Also ich würde glaube ja, stimmt. Es ist eine neue Adaption. Genau. Und ich glaube, hier trifft es auch eher das Buch. Eher zu. Ist auch schwierig, weil letztendlich, man kann über den David Lynch-Film sagen, was man will, aber er versucht wirklich in sehr, sehr vielen Punkten sehr, sehr werkgetreu zu sein. Du hast halt einfach nur das Problem, wenn du der erste Roman von Frank Herberts Trilogie ist halt, weiß ich, glaube ich auch, je nach Ausgabe kann der auch mal irgendwie 800 Seiten dick sein. Da hast du dann noch so einen dicken Glossar hinten dran, wo nochmal alle Begriffe erklärt werden und sowas alles. Und das ist natürlich massig, um das irgendwie in 2 Stunden Film zu packen. Deswegen bin ich zum Beispiel hier sehr froh, dass es hier eigentlich ja wirklich heißt Dune Part One. Mhm. Und dass Denis Villeneuve ja auch immer gesagt hat, okay, sein Dune, der jetzt kommt, ist quasi nur die erste Hälfte des ersten Romans. Ja, deswegen generelles. Ich frage jetzt erstmal euch, wie gut kennt ihr euch mit diesem Universum aus? Kennt ihr die Bücher? Kennt ihr den David Lynch-Film? Seid ihr Fans? Schreibt mir generell eure Wertung dieses Franchises Fragezeichen in die Kommentare. Und die gleiche Frage stelle ich natürlich dir, guter, lieber Sebastian. Natürlich nicht Franchise-Fragezeichen. Es ist ja ein großes Franchise geworden. Also vor allen Dingen gerade ja durch den Sohn von Frank Herbert, Brian, der, ich vergesse immer den Co-Autor, mit dem er das gemacht hat, der ja wirklich das ganze Ding ausgebaut hat, der ja noch zig Prequel-Stories geschrieben hat und Sequels und keine Ahnung was. Children of Dune gab es auch mal. Ja, es gibt die ursprüngliche Dune-Trilogie ist halt, es gibt halt 2 Trilogien. Und ich meine, die 2. Trilogie, da hat Frank Herbert nur den 1. Teil oder den 2. Teil noch geschrieben und ist ja dann leider Gottes irgendwann auch gestorben. Und ich muss kurz unterbrechen, weil Mr. Spaceman hat uns gerade 100 Euro gespendet. Mr. Spaceman, vielen, vielen lieben Dank. Danke, meine Güte. Mr. Spaceman. Vielen, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Meine Güte, dank dir. Und schreibt, hey, erstmal danke für eure Streams. Jetzt zu meiner Frage.
Kennt ihr die Erfolgsserie The Expanse? Wenn ja, wie findet ihr sie? Und wenn nicht, kann ich euch diese nur ans Herz legen, denn diese Serie ist mit Abstand die realistischste Weltraumserie, die es je gab. Ich habe sehr viel davon gehört. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank für deine sehr großzügige Spende. Sehr viel davon gehört, steht definitiv auf meiner Watchlist. Ein guter Freund von mir hat mir auch schon gesagt, dass ich die definitiv mal schauen sollte. Meinte, wäre auch definitiv was für mich. Deswegen. Ich höre das auch. Ich habe es auch noch nie gesehen, aber ich höre es halt auch immer wieder. Ja. Alle Leute so, oh, du magst doch Science Fiction, Sebastian. Oh, hier, guck dir unbedingt diese Serie an. tatsächlich noch nie geguckt, aber. Steht auf der Watchlist bei uns genau. Beiden. Vielen, vielen Dank nochmal. Ohne Witz. Danke. Ja, also auf jeden Fall. Zwei Trilogien warst du. Genau, zwei Trilogien von den Büchern. Wie gesagt, da kann man sich, glaube ich, richtig, richtig doll drin verlieren. Ich mag den David Lynch-Film so okay so. Also, ich meine, David Lynch mag ihn nicht mal selbst. Ja, er hasst ihn. Weil er sagt auch immer wieder, er war noch ein sehr junger Filmemacher und er hatte auch. In dieser Produktionsgröße ja noch nie so wirklich was mit sowas zu tun gehabt und ist auf diesem Film ja auch echt nicht so gut zu sprechen. Man merkt halt auch, okay, da wurde irgendwie alles reingestopft, was man irgendwie reinstopfen konnte. Schauspieler sind toll und alles, also das finde ich okay. Sieht auch vom Design her ja wirklich sehr, sehr fantastisch voll, aus. Voll. Also das ist schon wirklich so ein Stück Sci-Fi-Geschichte, den man sich anschauen kann. Und ich finde, man sollte auch wirklich, bevor man sich den richtigen Dune anguckt, der am 16. September in die Kinos kommen soll, auch nochmal den alten ruhig mal angucken. Also ich weiß, ich glaube, der war kurzeitig auf Netflix. Ich weiß nicht, ob er immer noch... Er ist zurzeit auf Netflix. Ach so, ja, also dann, zumindest war das gestern noch. Ja, okay. Hier bei dem hoffe ich einfach mal, dass es halt wirklich so ein Epos wird, dass Denis Villeneuve auch endlich mal wirklich einen Film ins Kino bringt, der auch finanziell erfolgreich ist. Bitte. Weil bislang alle seine Filme werden gefeiert ohne Ende, sind zwar auch nie Flops, sind aber auch nie krasse jetzt Hits. So krasse Hits ja gewesen. Selbst ja sowas wie Blade Runner 2049. Das war leider ein Kassenflop. Großartig finde, ja, ist halt nicht gut angekommen. Und deswegen hoffe ich halt einfach mal, dass das jetzt hier was wird, weil hier eben auch eine Fanbase hintersteckt. Voll, ne? Voll. Also ich habe den Film aus den 80ern damals gesehen, vor Millionen Jahren. Mhm. Und habe ihn vorbereitend nochmal geschaut, bevor wir unser Trailer-Reaction-Video gemacht haben letztes Jahr. Ja. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel Respekt vor dem Film. Mein Lieblingsfilm wird es nicht werden. ich finde, die Fantasie ist unglaublich, ich finde, die Ideen dahinter sind unglaublich und ich glaube, der Versuch war auch wirklich da, das Buch so gut wie möglich zu adaptieren. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber es waren halt, der Film ist so 90 Minuten lang circa und da hat man probiert, so viel Content reinzupressen, dass dass es sehr viel, ohne Ende viel Expositionsdumping gibt. Uns wird alles erklärt, alles. Und ich hatte keinen Stift dabei und kein Blatt Papier, um mir das alles aufzuschreiben, um noch folgen zu können. Okay, aus welchem Haus kommst du? Das bist du, das ist das, okay, und das macht das. Wir haben am Anfang sogar so eine Dame, die uns so ein Recap gibt, aber nicht wie Galadriel bei Herr der Ringe, sondern sie guckt uns einfach an und sagt uns, das sind die Harkonnen. Das ist Paul Atreides und so weiter und so fort. Und das ist das Spice und okay. Ich will ganz kurz sagen, weil einige Leute reinschauen, der Film kommt im Oktober. Nein, bei uns kommt er am 16. September in Deutschland. Bei uns wurde jetzt für den 16. September angekündigt, sei denn es passiert noch wieder irgendwas, dass sie es verschieben, was wir nicht hoffen wollen. Nein, das wollen wir jetzt gar nicht sagen. Im Oktober, glaube ich, kommt er erst tatsächlich in den USA. Wir kriegen ihn diesmal wahrscheinlich früher. Wir kriegen ihn sehr viel früher. Ich glaube, er hat irgendwie Anfang September große Weltpremiere in Cannes, Venedig, ich weiß nicht, irgendeins der großen Filmfestivals. Und weil die Fragen hier aufkommen, ja, wir wissen, dass es diesen zweiten Trailer gibt, über den sprechen wir. Ihr seht ja hier zum Beispiel auch schon Bilder aus dem zweiten Trailer. Also wir werden auch über den zweiten Trailer sprechen. Ja, und deswegen, bevor wir
weiter über Dune sprechen, müssen wir kurz über den Mann hinter der Kamera sprechen. Und zwar der Typ, der sich gesagt hat, ich liebe das, ich möchte es adaptieren. Das ist mein Herzensprojekt, das ist Denis Villeneuve. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Doch, ich weiß ehrlich gesagt, wie es dir geht. Wir beide sind große Fans seiner Arbeit. Deswegen frage ich euch, habt ihr einen Lieblingsfilm von Denis Villeneuve? Wie steht ihr im Gesamten zu ihm? Haltet ihr das für eine richtige Wahl für Dune? Oder sagt ihr, ich bin mir da nicht sicher? Bitte in die Kommentare. Ich frage dich das Gleiche, mein Freund. Denis Villeneuve könnte einen Film darüber machen, wie Farbe an der Wand trocknet und ich würde es mir angucken. Also, ich finde es wirklich, wirklich fantastisch. Seit Prisoners damals rauskam, wo für den Film durfte ich ihn sogar einmal interviewen. Wow. Habe ich jeden seiner Filme gesehen. Ich habe mittlerweile auch seinen letzten Film vor Prisoners nachgeholt, Die Frau, die singt. Mhm. Fantastischer Film, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das ist so ein, der Film haut euch vom Stuhl, haut euch aus den Socken. Habe ich nicht gesehen. Der ist wirklich fantastisch. Ich hab Enemy gesehen auf deinen Ratschlag. Ach, also Enemy habe ich früher jeden reingeschleppt, den ich kannte und dem ich diesen Film zeigen wollte. Prisoners finde ich einer der stärksten Thriller der letzten Zeit, die wir hatten. Enemy ist ein wunderbarer Mindfuck. Prisoners hat mich so fertig gemacht, okay? Ja. Und ich gucke viel Thriller, ich gucke viel Horror. Aber Prisoners, dieses Szenario war so echt und der Thrill war so echt, dass als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war ich immer noch ein bisschen fertig. Mhm. Also falls ihr Prisoners nicht gesehen habt, mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Leute, ihr müsst es gucken. Ihr müsst diesen Film schauen. Ja. Und mir danach definitiv sagen, was ihr von ihm haltet. Falls ihr nicht gesehen habt, lohnt sich. Danach kam noch Sicario. Sicario, toller. Sicario ist so der einzige Film, wo ich sage, so, den finde ich gut, aber das ist nicht so, der hat mich nicht so gecatcht. Wirklich, so. Ich fand auch den großartig. Der ist toll, aber der hat mich nicht so gecatcht. Arrival fand ich dann wirklich. Super, ja. Und wie gesagt, Blade Runner 2049 ist für mich so der Beweis, so, okay, er hat es halt auch geschafft, wirklich ein würdiges Sequel zu bringen, nachdem wir nie gefragt haben, dass wir auch theoretisch nie gebraucht hätten. Und das Jahrzehnte später. Das Jahrzehnte später und es ist trotzdem toll. Es verneigt sich würdevoll vor dem Original und erzählt trotzdem eine spannende eigene Geschichte, die sogar aber auch noch Fragen aufnimmt, die ja das Original aufgeworfen hat. Und es entmystifiziert auch nicht alles aus Teil 1. Ja, also so macht man ein Sequel. Ja. So macht man erst recht eins dieser späten Sequels. Es ist immer ein extremes Risiko, ein beliebtes Franchise, also einen beliebten Kultfilm nochmal zu besuchen und zu sagen, wir erzählen da jetzt was weiter. Meine erste Frage, wenn ich sowas höre, ist immer, brauchen wir das? Ja, ja. Muss da noch eine Geschichte erzählt werden oder will man es nur melken? Und bei Blade Runner 2049, als ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, nope, diese Geschichte war wirklich gut, die habe ich wirklich gebraucht. Die Bilder in diesem Film sind unbeschreiblich. Na, ich weiß noch, du hast ja immer so ein bisschen so diese Regel, so nach dem Motto, wenn du todmüde ins Kino gehst und der Film dich trotzdem catcht, dann ist ein gut. Ich habe Blade Runner 2049 in der letzten Vorstellung hier in Berlin geguckt, irgendwann im Dezember oder so, an einem Freitagabend nach einem vollen Arbeitstag um 22.50 Uhr. Wow. Und ich weiß noch, du meintest zu mir, Sebastian, bist du dir sicher? Der ist schon ziemlich lang. Und ich so, ja, aber das ist wahrscheinlich die letzte Vorstellung. Ich will den unbedingt im Kino sehen. Und ich war müde. Das war sofort weg. Ich war voll in diesem Film. Der hätte noch 3 Stunden gehen können und ich wäre voll dabei geblieben. Deswegen. Und ich guck mal hier so in die Kommentare. Michael schreibt, der beste lebende Regisseur, der zweite nach Kubrick. Ich sehe ganz viel Arrival, ich sehe aber auch ganz viele, die Gabriel H. zustimmen, der schreibt einfach alle Filme von ihm. Hast du einen Favoriten? Hast du denn den einen? Ich glaube, also ganz lange war es wirklich Enemies. Enemy. Der ist sehr stark. Einfach, weil ich den sehr, sehr häufig gesehen habe. Von der Bildgewalt her sage ich definitiv Blade Runner. Mhm. Ich weiß nicht. Wie gesagt,
wir müssen unbedingt mal zusammen, müssen wir mal die Frau, die singt, anschauen. Der ist halt auch fantastisch. Und da merkst du halt auch wirklich, was da für eine Power an Regisseur dahinter steckt. Und dass er halt einfach auch ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Geschichtenerzähler ist, der halt seine Storys über seine Charaktere auch gut erzählen kann. Mir graut es davor, irgendwann mal ein Ranking zu machen von seinen Filmen. Mm. Es war schon schwer, ein Ranking zu machen von den besten Tarantino-Filmen. Absolut, weil ich keinen Tarantino-Film als Müll bezeichne. Aber das Format heißt von Müll bis Meisterwerk. Weil innerhalb dieser Sparte gibt es Verlierer und gibt es Sieger. Mm. Und es war wahnsinnig schwer, dieses Ranking zu Tarantino zu machen. Bei Denis Villeneuve könnte ich mir vorstellen, dass es für mich noch schwieriger sein wird. Ich weiß nicht, welchen Film ich am meisten mag. Ich schwanke gerade hin und her zwischen... Ja, du kannst dir noch kurz überlegen. Silas W. fragt gerade, was ist Enemy? Enemy ist ein ganz, ganz toller Film. Ja. Jake Gyllenhaal spielt einen jungen Mann, der sich irgendwann mal einen Film ausleiht und den abends halt auf seinem Laptop guckt und plötzlich feststellen muss, dass ein Schauspieler in diesem Film genauso aussieht wie er. Mhm. Und dann guckt er in den Credits irgendwie, Hotelpage Nummer 2 oder so ist es dann, findet den Namen raus und versucht dann halt diesen Mann zu finden und findet ihn dann auch und sieht, ja, das ist tatsächlich ein Doppelgänger von mir, der sieht aus wie ich, der redet wie ich, das ist auch Jake Gyllenhaal in einer sehr, sehr tollen Doppelrolle. Interessanterweise hat er ja Enemy auch vor Prisoners gedreht, aber man hat sich entschieden, dann den später zu releasen. Sie anders, was glaube ich eine sehr, sehr kluge Wahl gewesen ist. Ja, weil Enemy ist von allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, der Arthouse-mäßigste. Ja, ja. Definitiv ist es der Arthouse-mäßigste, was nicht bedeutet, dass er schlecht ist. Mhm. Aber es bedeutet, dass es eine sehr spezielle Art von Film ist. Ich fand den großartig. Du hast ihn mir wärmstens ans Herz gelegt. Du hast mir die DVD damals ausgeliehen. Ja. Und einfach nur gesagt, guck ihn, Eve, ich sag dir gar nichts. Ja, ja. Und genau das war das Richtige. Es ist so ein Film, ich wollte gar nichts wissen. Ich habe nur gehört Hype drumherum. Und ich mag das generell, wenn man mir einfach nur sagt, Eve, guck. Mehr sage ich nicht, guck. Und habe mir den angeguckt und gerade so die letzte Szene und alles so, ich so... Tja, ist wie mit Detention, ne? Oh, hör auf damit. Na komm, aber der war trotzdem auch gut. Der habe ich fertig gemacht. Ja. Als recht, weil du ihn mir doch als coolen Halloween-Film verkauft hast. Schon doch auch. Das passt gut in deine, ich gucke zu Halloween... Den gucke ich nie wieder. Ach, du hast keine Ahnung. Stefan hat 2 Euro gespendet. Vielen Dank, Stefan. Und Stefan hat etwas geschrieben, worüber wir auch unbedingt mal diskutieren sollten, weil ich das sehr interessant finde, weil man damit sehr viel, das ist was von sehr vielen als, Achtung, kontrovers bezeichnet wird. Oh je, jetzt kommt's. Stefan schreibt, Dune ist Star Wars für Erwachsene. Der kommende Film, glaube ich, ich finde den Star-Wars-Vergleich generell weit hergeholt. Ich glaube, es ist eher Game of Thrones als Sci-Fi-Epos, passt viel mehr. Es ist so Game of Thrones meets Star Wars, habe ich immer den Vergleich gemacht, weil du hast unterschiedliche Häuser, du hast sehr viel Intrigen, du hast eigentlich, Star Wars ist am Ende des Tages ein süßes Märchen. Ja. Ein süßes Märchen im Weltraum. Ich meine, das kommt ja so ein bisschen, weil Denis Villeneuve es tatsächlich selber so gesagt hat, dass es halt für ihn irgendwo so Star Wars für Erwachsene ist. Natürlich kann man es nicht miteinander vergleichen. Überhaupt nicht. Weil Dune, da geht's, es ist wirklich, wenn man schon so einen Vergleich sucht, dann muss man wirklich, glaube ich, eher in Richtung Game of Thrones gucken, was hast du ja schon richtig gesagt. Es ist viel mehr politische Intrigen, es ist auch viel religiöser so in seiner Hauptstory irgendwie angedacht. Philosophie, ich meine, du hast da eine Messias-Figur, du hast da ein bisschen was von Moses drin, du hast da ein bisschen was von dem Römischen Reich drin, du hast da sehr viele Allegorien generell zu Konflikte zwischen unterschiedlichen Häusern und Machtverhältnisse. Das ist sehr anders als Star Wars. Bei Star Wars hast du den Imperator, der im Grunde genommen die böse Hexe aus dem Märchen ist. Und hier ist es was anderes. Ich sag nicht, dass es besser oder schlechter ist. Ich sag, es ist anders.
Und ja, es spielt. Dennoch kann man, glaube ich, sagen, dass viel auch aus Star Wars inspiriert ist von den Büchern. Ja, und von dem Film, der nie gemacht wurde, gerade die Concept Arts. Ja, von gut, Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, ja. Ja, genau. Der hatte ja ursprünglich vor, das zu adaptieren, und seine Version war komplett crazy. Er hatte im Cast Orson Welles, er hatte David Bowie geplant, er hatte Salvador Dali geplant. Wen hat er noch? Mick Jagger. Er hatte auch hinter der Kamera, also hatte sein Effektsmann, ist auch jemand gewesen, der später dann, glaube ich, auch für Star Wars gab. H.R. Giger hat mit ihm zusammengearbeitet. Der die Alien-Xenomorph-Designs gemacht hat. Der hat die ganzen Designs auch entwickelt. Und sehr viel wurde übernommen. Sehr viel aus dieser ursprünglichen Vision wurde übernommen für sehr viel im Science-Fiction-Bereich, was wir lieben. Für Star Wars, für erst kürzlich Prometheus, der ist jetzt auch so knapp 10 Jahre mittlerweile. Ja. Wow, Prometheus wird 10 Jahre alt. Stimmt, hier, Michael J. schreibt gerade mit Morbus als Künstler auch noch. So ein sehr bekannter Zeichner. Möbius, richtig. Es gibt eine sehr, sehr tolle Dokumentation zu diesem Film, der größte Science-Fiction-Film, der nie gemacht wurde. Und das Lustige ist, da siehst du halt Jodorowsky neben so einem dicken Band, wo alle Konzeptzeichnungen, alle Storyboards so quasi. Und seitdem ich diesen Film gesehen habe, wünsche ich mir, dass sie irgendwann mal diesen Band veröffentlichen. Den ganzen Konzeptart. Dass du dir den kaufen, weil ich glaube, dann kannst du zumindest so Jodorowskys Version als Comic quasi kannst mehr oder weniger zusammenmalen, wie es ausgesehen hätte auf der Leinwand. Ja. So, die Leute sind aber jetzt ganz heiß darauf, dass wir endlich über Dune und den André zeigt ja schon im Hintergrund immer die ganzen tollen Bilder. Deswegen frage ich dich jetzt, mein guter Freund Sebastian, du bist von uns beiden, kennst du dich definitiv besser in diesem Universum aus. Ich habe den Film noch gut in Erinnerung vom letzten Jahr. Trotzdem würde ich sagen, du bist hier eher der Spezialist von uns beiden. Deswegen erzähl doch kurz allen da draußen, worum geht's in Dune? Sehr leichte Frage. Ich wollte gerade sagen, also die Kurzfassung, zumindest von dem, was wir auch im Film sehen, was ja auch der Trailer zeigt, ist, wir haben das Haus Atreides, die vom Imperator, da ist ein Imperator wieder, vom Imperator zum Planeten Arrakis geschickt werden. Arrakis ist ein riesengroßer Wüstenplanet, auf dem das Spice abgebaut wird. Und das Spice ist eine Droge, die aber besonders wichtig ist für die Raumfahrt in diesem ganzen Universum von Dune, weil die Navigatoren nehmen halt dieses Spice und können damit halt irgendwie durch die Gegend fliegen. Es ist auch ein etwas merkwürdiges Konzept, wie das denn so funktioniert, wird in den Büchern sehr gut beschrieben. Und auf jeden Fall kommt Haus Atreides nach Arrakis. Problem ist aber, Arrakis war die ganze Zeit unter der Herrschaft von Haus Harkonnen, dem fiesen Baron Wladimir Harkonnen und seiner Familie. Und das ist natürlich auch alles Kalkül, weil der Imperator will eigentlich Atreides loswerden, weil der ihm zu stark wird und hofft halt, dass die sich da so ein bisschen gegenseitig vernichten. Dann gibt es auf diesem Wüstenplaneten gibt es dann natürlich noch die sogenannten Fremen. Das ist so, man kann auch nicht sagen, dass es das indigene Volk ist, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurden sie früher auch mehr oder weniger nur als Sklaven auf diesen Planeten gebracht. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundlage. Genau hier haben wir Leto Atreides, den Duke, den Anführer Herzog des Hauses. Von Atreides. Und das ist, glaube ich, hier haben wir einen der Botschafter des Imperators, der quasi ankommt und quasi den Marschbefehl gibt. Also wir haben ja heute die ersten 10 Minuten sehen dürfen, und die ersten die einfach nur fantastisch sind. Genau. Also wenn die ersten 10 Minuten
ausschlaggebend sind für das, was kommt. Wow. Ja. Diese Größe von diese Weite, diese Bildgewalt, die Musik von Hans Zimmer, die Kostüme, also auch so hier die Rüstung. Wow. Ja. Also ich hatte durchgehend Gänsehaut, einfach auch, gut, man hat uns das Ganze auch im IMAX gezeigt, mit richtig gutem Sound, also das. Und einer gigantischen Leinwand, und als nach 10 Minuten vorbei war, waren wir alle traurig, so. Ja. Mehr, wir waren so, wie wenn wir Spice genommen hätten, mehr. Ja. Und das ist auf jeden Fall die Rahmenhandlung, wir haben diese zwei Häuser, Hakonnen, wir haben Atreides, wir haben den Imperator und diesen Auftrag, ans Haus Atreides geht nach Arrakis. Mhm. Arrakis wird ja auch von den Fremen als Dune bezeichnet. Mhm. Das ist nämlich, daher kommt der Name. Aber im Zentrum steht Paul Atreides. Und das ist der Sohn vom Duke von dieses Hauses. Und er hat immer wieder so eine Art prophetischen Träume, die ihn sehr nah bringen mit den Fremen, die auf Arrakis wohnen. Und sehr schnell geht es dann, ich möchte nicht zu viel spoilern, um Intrigen, um Verrat und um unseren Auserwählten Paul. Ja. Und das ist alles, was ich bis dazu sagen will, weil falls ihr den alten Film nicht gesehen habt, könnte euch der neue noch überraschen, was die Handlung angeht. Denn es gibt definitiv Twists und Turns und sehr viel Mythologie. Aber naja, und das, glaube ich, ist ja auch so, diese Zusammenfassung passt ganz gut, weil ich denke mal, das wird auch so im Großen und Ganzen die Story des ersten Films sein, was wir ja nicht vergessen dürfen. Das ist hier nur Part One. Ja. Weil Denis Villeneuve hat auch immer gesagt, dass er wirklich nur so die erste Hälfte des ersten Romans veröffentlichen will, einfach weil es halt so viel Stoff hergibt. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Film wahrscheinlich hauptsächlich erstmal so diesen großen Konflikt zwischen Haus Atreides und den Hakonnen. Und es ist schon mehr als genug Stoff, wenn wir dann später im zweiten Teil noch darauf eingehen, wie Paul bei den Fremen agiert und wie er die quasi in diesen Befreiungsschlag führt gegen die Fremdherrschaft. So, also, ja. Wow, ja. Ja. Die ersten 10 Minuten, was haben wir gesehen, Sebastian? Tatsächlich interessanterweise, wenn ihr den alten Film von David Lynch kennt, ist es gar nicht mal so unterschiedlich. Die also Struktur ist sehr ähnlich. Es fängt ähnlich an. Wir haben auch, und ich denke mal, das ist aber auch so ein bisschen gewollt, um halt sich so auch vor diesem alten Film von David Lynch zu verneigen. So. Ja. Weil es fängt auch an mit diesem, der Sand, der über die Wüste weht. So. Und also man sieht so die Dünen von Arrakis. Man sieht auch so einen ersten Harvester, diese riesengroßen Gerätschaften, mit denen quasi das Spice geerntet wird. Wir hören halt aus dem Off auch so ein bisschen so, wie diese Fremen quasi irgendwie hier leben und dass sie halt immer noch gegen diese Fremdherrschaft sind und dass sie sich davon befreien wollen. Und dann merken wir halt, okay, das ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Art Traum, weil dann wacht Paul Atreides auf und ist halt erstmal wieder auf seinem Heimatplaneten. Und deswegen, also das ist so fängt ja auch der David Lynch-Film an. Ja. Und das fand ich eigentlich wirklich ganz, ganz gut. Was mich sehr positiv überrascht hat in den ersten 10 Minuten, ich weiß ja mittlerweile, worauf wir so zu achten haben bei Denis Villeneuve-Film. Und sehr häufig unterstellt man ihm, dass er langatmig ist. Ich unterstütze das eigentlich nicht. Ich finde, seine Filme sind eigentlich wundervoll vom Pacing, aber ich verstehe, wenn manche Leute einfach mit Filmen wie Blade Runner im Gesamten nichts anfangen können, weil die sind etwas atmosphärischer als, es sind keine Actionfilme. Ja. Und ich glaube, man sollte bei Dune jetzt nicht darauf setzen, dass es zwingend ein Actionfilm sein wird. Es ist ein Sci-Fi-Epos. Ja. Aber allein wie die ersten 10 Minuten erzählt werden, fand ich das Pacing überraschend schnell, wenn man so überlegt, was wir schon gesehen haben. Paul wurde eingeführt, Lady Jessica wurde eingeführt, also seine Mutter, so ein bisschen die Dynamik darunter, viel von der Mythologie bis hin zum Auftrag ja.
für das Haus Atreides, wo wir dann auch noch Oscar Isaacs Charakter und Josh Brolins Charakter, ich habe mir nochmal alle Namen aufgeschrieben, weil ich das alles nicht merken kann. Genau, Gurney. Ich muss mal ganz kurz, weil Markus stellt sich eine interessante Frage. Steht denn fest, dass es einen zweiten Teil geben wird? Befindet sich der schon in der Produktion? Also, dass es einen zweiten Teil geben wird, haben jetzt quasi diese 10 Minuten verraten, die wir gesehen haben, weil ja. halt steht Dune und dann kommt Part 1, also ja. Teil 1. Tatsächlich ist der zweite Teil noch nicht gedreht worden. Also man hat hier nicht irgendwie Back-to-Back gedreht, dass man das schon mal irgendwie im Kasten hat. Aber ich glaube, das Studio würde nicht mit einem Part 1 rausrücken, wenn sie nicht einen Part 2 planen würden. Das ist richtig, aber ich glaube, worauf Markus hier halt auch so ein bisschen eingeht, ist natürlich diese Frage, okay, verdammt, heißt das, wenn dieser Film nicht erfolgreich genug wird, dann werden wir Part 1 nie zu Gesicht bekommen? Du meinst Part 2? Part 2? Ich glaube schon. Ich glaube, der Film wird trotzdem in Planung sein. Ich glaube, das ist einfach die Überraschung. Ich glaube, der einzige Grund, warum es nicht bestätigt wird, ist eine Überraschung. Weil dieses Risiko geht ein Studio nicht ein, um einen Film rauszuhauen, wo ganz groß Part 1 draufsteht, um dann nicht Part 2 zu liefern. Ich kenne keine Beispiele, wo das wirklich so der Fall ist. Nein, natürlich nicht, aber letztendlich ist es trotzdem auch natürlich ein Risiko, ne? Ja. Weil du, es kann halt trotzdem, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Denis Villeneuve hatte halt immer das Problem, von den Kritikern wird er gefeiert, die Leute, die seine Filme gucken, lieben seine Filme, aber sie sind halt nie wirklich so riesige Erfolge. Es ist nicht irgendwie, er hat noch keinen Blockbuster, auch in diesem Sinne, ja. gemacht. So, alle seine Filme waren ja doch eher kleinere Filme, auch wenn es sowas wie Blade Runner natürlich. Abgesehen von Blade Runner waren alles sogar eher Indie-Filme. Ja. Also Prisoners, Enemy war wie gesagt sein artigster. Ja. Aber auch selbst Sicario. Ja, ich meine, wir hatten hier einen Star-Cast mit Emily Blunt, Benicio del Toro und Josh Brolin erneut. Aber der Film war jetzt nicht so ein extremer Mainstream-Film. Und auch von der Erzählstruktur war Sicario nicht wirklich mainstreamig. Hier kommen jetzt gerade die ganzen schönen Beispiele von Franchises, wo man auch hoffte, Kellerjung schreibt Dark Universe, hust, hust. Stimmt. Hier, ich ziehe alles zurück. Luke Neal schreibt Eragon. Auch komplett richtig. Eragon ist ja auch, glaube ich, von den Büchern her, wenn mich nicht alles, glaube ich, auch eine Trilogie. Ja, reicht jetzt. War auch eine Trilogie und sollte ja eigentlich auch groß was aufbauen. Ist ja auch nie was draus geworden. Ich habe leider Eragon nie gesehen. Ich habe den damals geguckt, aber das ist halt wirklich schon so extrem lange her irgendwie, dass ich mich schon gar nicht mehr... Drachen? Ja, genau, das ist mit Drachen. Ich meine, das große Phänomen bei Eragon war, glaube ich, der Autor, als er den ersten Band geschrieben hat, der war irgendwie 16, 17, 18, also der war auch noch wirklich verdammt jung und ist halt großer Star geworden irgendwie durch die Bücher. Und war nicht John Carter auch geplant als ein Franchise? Na, das weiß ich gar nicht. Also ich meine, bei John Carter gibt es ja auch zig, da hättest du guten Franchise draus machen können, weil die ganzen Geschichten, die es zu John Carter gibt, ja, unendlich gefühlt. Aber ja, deswegen, es kann natürlich auch wirklich sein, dass der Film hier, der Goldene Kompass, jetzt kommen alle Leute. Oh shit, ja okay, ich ziehe alles zurück. Also deswegen, wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, glaube ich, müsst ihr alle ins Kino rennen und alle eure Freunde mit reinnehmen. Aber ja, wie gesagt, ich meine, das Gute ist, hier hinter sowas wie Dune steckt halt eine große Fanbase. Ja. Und ich finde, wenn man auch so die Bilder sieht und den zweiten Trailer sich anschaut, so, das sieht so episch aus, sieht ja. so groß aus, das ganze Produktionsdesign, die Kostüme sind... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass unser guter André, ja. dass wir den dazu kriegen könnten, mit uns ins Kino zu rennen, allein wegen der Kameraarbeit. Könnte ich mir vorstellen, das ist einfach nur wegen der Ästhetik und was sie dort so alles machen mit der Kamera, ja. dass er das geil finden würde. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen, André, wollte ich nur so sagen. Ich weiß nicht, ob du was dazu zu sagen hast. Ich glaube, André, das war jetzt gerade Yves Einladung für dich, dass wir mit dir. Er kommt mit, er kommt. Ich glaube wirklich, dass das was für dich ist. So allein als jemand, der da sehr versiert drin ist.
Wir durften diese ersten 10 Minuten, wie gesagt, sehen und dann durften wir noch einen extra Clip sehen. Und zwar, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Wir haben über Arrakis geredet und die Fremen. Wir haben über die zwei Häuser gesprochen, über den Konflikt. Wir haben Paul angekratzt. Aber es gibt ja wirklich einheimische Wesen auf dem Planeten Arrakis. Und das sind die beliebten großen Sandwürmer. Sandwürmer kenne ich genau aus zwei Filmen. Aus Dune und aus Beetlejuice. Und sie könnten nicht unterschiedlicher aussehen. Ja, aber jetzt weißt du vielleicht auch, was Beetlejuice inspiriert. Genau, und jetzt haben wir das erste Mal so einen Angriff eines Sandwurms sehen können. Schon mal diesen ganzen Aufbau, wie das so ist, wenn die Harvester runterkommen auf diesen Planeten, um eigentlich nur ihre Arbeiter zu machen, um an das Spice zu kommen und wie gefährlich das ist mit diesen Würmern in der Wüste. Und diese Bilder sind derartig unglaublich. Diese Kostüme sind derartig unglaublich. Die haben wirklich auch darauf gesetzt, in der Wüste zu drehen. Die haben in Jordanien gedreht. Es ist unglaublich. Ich war einfach, meine Kinnlade war irgendwo da unten. Ja. Und ihr wisst, dass ich auch streng sein kann, wenn ich Filme gucke. Aber ich war in dieser kurzen Sequenz schon sowas von drin, dass ich mich einfach nur gefragt habe, Mann, haben die nicht den ganzen Film? Ja, genau. Komm, rück den raus. Also ja, gerade diese Sandwürmer sind halt auch ein Markenzeichen. Ich erinnere mich auf, ich glaube, das war sogar RTL 2, wo es hier ausgestrahlt wurde, wurde mal diese Prequel-Nummer Children of Dune mit James McAvoy übrigens, einem jungen James McAvoy gezeigt. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie gut oder schlecht die Nummer war. Ich meine, dass sie ziemlich oft die Mütze bekommen hat. Aber auch dort durften wir CGI-Sandwürmer sehen. Sie jetzt endlich mit den Effekten unserer Neuzeit zu sehen, ist mehr als befriedigend. So, die Leute fragen alle, warum du nicht auf Tremors eingehst. Okay, ihr wollt über Tremors reden? Nein, finde, dieser Film verdient einen eigenen Stream. Ich liebe Tremors, aber ich habe tatsächlich nur den ersten gesehen. Ich habe mich nie an die anderen getraut. Ich mag den ersten als Kultfilm. Ja. Der Krämer fragt gerade, weiß man schon, welche Altersfreigabe Dune hat und wie viel der Film gekostet hat? Also die Kosten sind, wenn mich das Internet jetzt hier nicht komplett enttäuscht, so etwa bei 165 Millionen Dollar gewesen. Was, finde ich, für den Look, den wir hier teilweise bekommen, echt beeindruckend ist. Aber die heute bei dem 10-Minuten-Screening, was wir bekommen haben, hat man uns auch erzählt, dass sehr, sehr viel wirklich auch mit praktischen Sachen gemacht wurde, was natürlich die Produktionskosten trotz allem, muss man mittlerweile ja sagen, dann doch ein bisschen runter. Hier sehen wir übrigens einen der tollen Sandwürmer. Altersfreigabe, glaube ich, steht noch keine so wirklich fest. Ich kann mir aber vorstellen. Ich nehme jetzt zwischen 12 und 16. Ich tippe auf 12. Ich glaube 12 einfach, weil du brauchst halt ein größeres Publikum einfach. Und ich glaube jetzt halt auch nicht, dass Dune so extrem brutal wird, dass du jetzt sagen musst, der ist ab 16. Man kann sehr viel auch andeuten, ohne es zu zeigen in diesem Franchise. Ich meine, bei Herr der Ringe ist es ja nicht großartig anders, was die Orks so machen und die Uruk-hai. Das kannst du auch FSK 12 haben. Und ich glaube, die brutalste Szene ist, Spoiler für Herr der Ringe, wenn Boromir durchbohrt wird von den mehreren Pfeilen. Und ich find's lustig, dass wir mittlerweile so sagen, so 165 Millionen, boah, ist das billig, ne? Ja, so, ist krass. Aber ist es? Ja. Oh, hier, Joni würde gerne wissen, wie ist die Musik von Hans Zimmer gemacht? Sehr interessant. Wir haben nämlich dazu nochmal ein kleines Special gesehen, eine Unterhaltung zwischen der Nivelle Nerf und zwischen Hans Zimmer. Er hat auf ganz interessant, also seine Wahl für die Instrumente ist verdammt spannend. Hm. Er arbeitet mit sowas wie Didgeridoos, was ganz cool ist. Didgeridoos und auch so interessanten Trommeln. Ja. Und mit einem Frauenchor, aber mit so einer richtigen dröhnenden Stimme. Das ist richtig stark, fand ich sehr cool. Es hat sich nicht angehört wie Soundtrack Nummer 5000, den man irgendwie vergisst.
Ein weiteres Problem. Und vor allem, was er ja auch gesagt hat, irgendwie, er hat wohl auch irgendwie ein eigenes Instrument dafür entwickelt, weil er sich immer gesagt hat, okay, Mensch, ich schaue mir Science-Fiction-Filme an und das sind fremde Planeten und fremde Welten und die haben irgendwie gefühlt die gleiche Musik, die wir hier auch haben. Und der Sound, zumindest das, was wir gehört haben, ist so ganz anders auch so. Also, aber auch wirklich sehr, sehr passend, finde ich, für dieses teils ja auch sehr militärische, sehr epische. Also das, was wir gehört haben, finde ich, klingt echt die super. Die Musik erzählt eine Geschichte und das fehlt mir häufig. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan generell der Filmmusik vom MCU, abgesehen von dem Avengers-Score von Alan Silvestri, der übrigens auch die großartige Musik zu Predator gemacht hat, muss ich an dieser Stelle sagen. Die wirklich großartig ist. Das ist jetzt übrigens nicht ironisch. Meine ich wirklich, dass die Musik toll ist in Predator. und dem Score von Guardians. Das sind so die zwei, an die ich mich erinnern kann, aktiv, die ich jetzt nachsummen könnte. Wenn man mich fragt, wie geht denn das Thema der Guardians oder wie geht das Thema der Avengers? Wenn mich aber jetzt jemand fragt, wie ist die Musik von Black Widow? Was ist ihr Thema? Ich so, die hat ein Thema? Oder Thor? Thors beste Szene wurde begleitet vom Avengers-Score. Das ist so ein bisschen das Problem. Und hier haben wir was sehr Eigenes, was sich wirklich, was einen krassen Wiedererkennungswert hat. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wieso auch die einzelnen Thematiken sein werden, sich anhören werden für die einzelnen Figuren. Weil Das klingt für mich auch nach so einem Soundtrack, den könnte ich mir, glaube ich, auch tatsächlich mal wieder kaufen. Dann zu Hause abspielen, weil es klingt wirklich, wirklich sehr toll. Das ist ja so ein bisschen das, was ich an Star Wars liebe, dass, und das übrigens in allen Filmen, Sequel, Prequel, Original, Trilogie, jeder Charakter hat eine eigene Musik. Mhm. Und ich finde das so stark. Das vermisse ich so ein bisschen. Also ich weiß ganz genau, was für eine Musik kommt, wenn ich Luke sehe, wenn ich Leia und Han sehe, Vader, auch ja, so den neuen Kylo Ren, Rey. So wird halt die Musik auch wirklich richtig Teil dieser Geschichte und es wird halt wirklich so eine Weltraumoper. Ja, eine Operette so, ne? Ja. Ist ja genau wie bei Spielen wir das Lied vom Tod. So, ich meine, gut, ja. Morricone ja sowieso, ne? Da aber wir können selbst ins Fernsehen uns zurückziehen und uns sowas rausnehmen wie Lost. Ja. Was Michael Giacchino rausgeholt hat aus Lost. Sowieso ein toller Komponist, finde ich. Jeder Charakter bei Lost. Ja. Said, Hurley, Jack, Kate, Sawyer, selbst wer später noch kommt, Desmond, Juliet. Jede Figur hat eine eigene Musik. Mhm. Und man erkennt es direkt. Ich muss ein paar Noten hören, die könnt ihr mir vorspielen. Ja. Und ich sage ganz genau, okay, das ist die Musik von Locke. Ja. So. Und das vermisse ich. Und ich hoffe, dass Dune uns das geben wird. Und ich glaube, wir werden nicht enttäuscht. Ja. Ich habe die nächste kontroverse Frage. Bitte. Die verbunden ist mit einer Spende von Amsti. Und Amsti hat uns 10 Schweizer Franken und 0 Rappen gespendet. Danke, Amsti. Vielen Dank, Amsti. Und es schreibt, freue mich auf den Film, aber ja. Wäre Dune nicht besser als große HBO-Serie mit Denis Villeneuve? Nein. Nee, das ist was auf die Leinwand muss. Ja, ich bin auch ein Fan von HBO-Serien. Ich meine, gerade da kann man sich mehr austoben als sonst wo. Ich meine, Game of Thrones, Sopranos, wirklich. Und gerade Game of Thrones hat uns auch gezeigt, wie cinematisch eine Serie sein kann. Mhm. Auch so einfach von den Bildern. Und das ist unerreicht, ganz egal, wie man zum Finale steht. Was die da so auf die Beine gestellt haben, ist ja, ich meine, da sind wir uns komplett einig. Das ist unfassbar. Aber es gibt Filme und Filmerlebnisse, die ich wirklich auf einer Leinwand erleben muss und erleben will. Und das gehört definitiv dazu. Ja, also ich finde auch so, das hat schon wirklich, wirklich die große Leinwand verdient. Ja, und die Anlage und auch. Und das, finde ich, ist auch echt toll gemacht. Und ich meine, es sind ja, wenn ich mich nicht, also es ist ja zumindest eine Spin-off-Serie geplant. Ja. Ich glaube, zu diesen Bene Gesserit. Ja. Diese, ich glaube, doch Hexen, oder?
Magierin? Nein, ja, das ist, also die Bene Gesserit ist auch so ein super schwierig. Wahrscheinlich würdest du sagen, ja, sie sind Hexen, aber die können ja auch theoretisch irgendwie ewig leben. Sie trinken ja dann irgendwie dieses Wasser des Lebens, wodurch sie die Erinnerung ihrer weiblichen Vorfahren aufnehmen können. Also das ist, ja, also könnte sehr, sehr spannend werden, weil natürlich sind sie auch wichtiger Bestandteil der Story hier. Aber das nochmal quasi als Serie auszubauen, finde ich nicht schlecht. Aber tendenziell, glaube ich, bin ich eher erstmal auf die Serie, auf den Film gespannt. Ja, und also mache ich immer genauso. Bevor ich mich auf einen Spin-off und einen Ableger einer Serie freue, ich muss den Film gesehen haben. Aber ich sag's mal so, was mich schon mal reizt an der Show, ist, dass es die gleichen kreativen Köpfe hinter sind, die es auch hinter dem Film gibt. Und, und das macht die Nummer automatisch besser. Dann gibt es auch eine Kontinuität in der Vision und in dem Stil. Und ja, in dem nächsten wird es ja sowas geben. Das Suicide Squad kommt von James Gunn und uns erwartet ja noch eine Serie, Peacemaker, The Peacemaker. Ne? Ja. Und ich nehme an, dass sich diese Visionen gleichen werden und das ist ziemlich cool. Ja gut, aber weil James Gunn da halt auch sehr stark seine Finger im Spiel hat. Ne? Ist ja auch so ähnlich wie Ash vs. Evil Dead ist eine Sam Raimi-Serie und wenn ihr die Evil Dead-Filme kennt und liebt, würde es mich wundern, wenn euch Ash vs. Evil Dead nicht gefällt. Oder? Ja. So, gerade die erste Episode von Ash vs. Evil Dead hat sogar Sam Raimi nochmal Regie geführt. Klar. Und man spürt seine Handschrift in jeder einzelnen Episode, ob es der Humor ist, ob es die Kamera ist, ob es der Mix aus Gore und Horror und schwarzem, über diese Serie sollten wir eh nochmal einen Stream machen. Ich wäre total dafür. Vielleicht um die Halloween-Zeit. Hast du Bock? Pff, du, immer. Da müssen wir sie aber vorher nochmal gucken. Oh nein, wie furchtbar. Ja, ich weiß, das wird vor allem nicht sehr schwer treffen. Oh nein, weil es bei mir tatsächlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich dieses letzte Mal geguckt habe. Ich guck's gerne nochmal mit dir. Wie gesagt, das ist ja das Gute. Die sind ja auch so schön kurz, die Folgen. Das kann man ja wunderbar schnell gucken. Ja. Das war eine Zeit lang meine Frühstücksserie, weißt du das? Das ist das Witzige. Also ich habe die Serie ja geliebt und weggesucht. Ich habe die inhaliert. Du hast sie mir empfohlen. Ich brauche immer lange, bis ich so einer Empfehlung dann auch wirklich folge. Ja, das stimmt. Und ich habe wirklich lange gebraucht. Und er so, nein, aber Yves, das ist wirklich eine gute Fortsetzung. Du magst doch Evil Dead, guck es. Und ich habe es geguckt. Also, nachdem ich endlich mich überwunden habe, die erste Folge geguckt habe, die erste Folge hat mich schon so gecatcht, was selten passiert. Ich brauche immer so 3-4 Folgen, um irgendwo reinzukommen. Die erste Folge von Ash vs. Evil Dead war so gut, dass ich die ganze Serie in 2 Wochen geguckt habe. Also, da kommt was. Amsti schreibt nochmal, danke für eure Antwort, aber so viel Stoff, wie die Bücher hergeben, kommt nicht als Kinofilme. Es ist ja auch die Frage letztendlich, was verfilmen sie jetzt alles wirklich? Weil klar, es gibt, keine Ahnung, über 30 Bücher mittlerweile. Ich kann mir vorstellen, dass man auf jeden Fall versuchen wird, so den ersten Roman wirklich abzuschließen. Und den kannst du, glaube ich, am Ende auch so abschließen, dass du sagen könntest, okay, gut, wenn wir 2 Filme haben, Dune 1 und 2, dann passt das. Mhm. Und je nachdem, wie man dann halt so ein Franchise aufgebaut hat, kann man natürlich noch weitergehen. Ich meine, man muss letztendlich auch immer gucken, das würde ja auch so ein Timothy Chalamet und so eine Zendaya irgendwo lange an sowas binden. Ja klar, die werden unterschrieben haben für mehr als einen Film. Ja. Also auf jeden Fall mit so einer Klausel, wenn der Film so und so wird, dass sie dann an einem Sequel beteiligt sind, hundertprozentig werden die solche Verträge haben. So, weil klar, der Wunsch ist es ja, ein Sequel zu machen und deswegen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, es ist eigentlich der längste Part, die Castliste. Oh ja. Weil der Cast ist ja schon doch recht beeindruckend und wir fangen, glaube ich, mal an mit der Hauptfigur. Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, erst vor kurzem sehr bekannt geworden durch Call Me By Your Name. Und da ist der Gute. Es ist so witzig, weil ich kenne halt nicht das Buch, ich kenne den Film aus den 80ern. Kyle MacLachlan war ziemlich alt eigentlich für die Rolle. Ich glaube, er war in seinen Mid-30ern. Hm. Ich glaube, er war so alt, wie ich jetzt bin oder noch ein bisschen älter sogar. Und Paul ist im Buch anscheinend 15
und sieht sogar noch jung aus für sein Alter. Das heißt, Timothée Chalamet, ehrlich gesagt, ich habe ihn in diesem ersten Trailer gesehen und gesagt, top Casting. Ja, ja. Also das Casting, glaube ich, finde ich eh. Hier, Wolfpack schreibt auch, der Cast ist eine 12 von 10. Stimme ich dir absolut zu. Also ich finde die alle durch die Bank weg, durch fantastisch gecastet, was man jetzt auch, man sieht sie jetzt auch, ja, es gab jetzt ganz viele Character-Poster, wo man die ja alle schon mal gesehen hat. Jetzt auch in dem zweiten Trailer sieht man ja auch noch viel mehr, so gerade auch Stellan Skarsgård als den Baron. Als Baron Harkonnen finde ich klasse, auch wieder so vom Make-up her und so aussieht, das ist toll. Und auch Paul. Und ich glaube, dass Paul auch im Buch so jung gewesen ist, wird sicherlich auch viel dazu beigetragen haben, dass früher schon in den 60ern dieses Buch so geliebt wurde, weil es natürlich auch wieder so eine junge, so eine klassische Heldengeschichte hast, die aber auch einen Charakter angeht, genau, so die Coming of Ages, wo du dich aber auch als junger Leser irgendwie so reinversetzen kannst und so. Ja, das finde ich echt stark und ihn finde ich da echt toll. Ich finde auch Zendaya, die ja dann die Chani spielt, diese junge Fremen-Frau, die er ja auch schon so aus seinen Visionen kennt. Sie rockt auch gerade generell Hollywood. Sie hat ja echt einen Hit nach dem anderen. Ja. Also ich meine, gut, sie ist wie mittlerweile jeder Teil des MCUs mit als MJ. Mhm. Aber sie war doch auch vorher irgendwie schon bei Disney, oder nicht? Hatte sie nicht auch irgend so eine Disney-Serie oder oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich sag's mal so, ich persönlich wusste, dass sie eine Sängerin war vorher. Ich kannte sie so ein bisschen. Ich wusste, dass sie eine Sängerin war und wusste, dass sie das sehr viel macht. Das erste Mal, dass ich sie on screen gesehen habe, war tatsächlich in Spider-Man Homecoming. Und dann war sie in The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Ja. Und da, finde ich, hat sie so ihr volles Talent zeigen können, weil da singt sie, da tanzt sie, da spielt sie, da macht sie Akrobatik. Ich habe nämlich auch mich so ein bisschen danach mit dem Behind the Scenes befasst. Sie hat diese ganze Trapezkunst, die sie da im Film macht, hat sie selbst gemacht. Es war kein Double. Sie war in der Disney Channel Sitcom Shake It Up. Okay. Drei irgendwie mit wohl im Hauptcast. Ja, diese ganzen Disney Channel Comedy-Serien, ich glaube, die bin ich einfach zu alt. Tanzen ist alles irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ja gut, ich glaube, sie war da auch, ich meine, sie ist 24, ne? Ja, war eine Wahnsinnskarriere. Ja. Jetzt hier schon. Schreibt sie schon. Und hier und bei Casey Undercover war sie wohl auch. Genau, und jetzt war sie doch auch in dieser einen sehr, 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 sehr düsteren Serie. Wie hieß sie denn noch gleich? Ach so, hier Euphoria. Euphoria. Genau, habe also, ich nicht gesehen, aber da hört man auch nur Gutes drüber. Also generell, sie startet gerade komplett durch und das Coole ist halt auch auf allen Fronten. Und das muss man auch erstmal machen. Sie macht Blockbuster, sie macht Mainstream, sie macht Comedy, sie macht Musikfilme, sie macht Drama, Arthouse, alle Achtung. Stimmt, sie hatte jetzt auch diesen schwarz-weiß Netflix-Film mit John David Washington. Mhm. Der ja auch so fantastisch gewesen sein soll. Deswegen alle Achtung und das bisschen, was man von ihr sieht, ich meine, in den ersten 10 Minuten haben wir auch was von ihr gesehen und sie passt ziemlich gut in die Rolle. Ja. Sie ja, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass halt ihre Rolle in diesem Film noch gar nicht so groß sein wird. Erst so zum und das ist dann halt wirklich mehr so die Story im zweiten Teil. Kommt drauf an, wie ausgeprägt diese Traumsequenzen auch sein werden. Ne? Das kann halt auch eine große Rolle spielen. Sie kam mir ein bisschen vor von ihrem Voice-Over im Film, wie die Galadriel-Figur aus Herr der Ringe. Und hat mir sehr gut gefallen. Also generell, was auch cool ist, man guckt sich sie an, man guckt sich dann die Harkonnen an und die Atreides und selbst Leute, die mit Dune nichts zu tun haben, die Bücher nicht gelesen haben, die Filme nicht haben, man kann die direkt alle optisch schon unterscheiden, allein absolut, von ihren Outfits. Ja. Und ich finde, selbst, du bekommst selbst von diesen beiden Trailern, die wir jetzt mittlerweile zu Dune haben, bekommst schon eigentlich so ein gutes Bild auch wirklich, was das hier alles so wird und
Ich meine, wenn als jemand, der die Bücher nicht kennt, guckst du darauf und siehst du nur Bombast, so als jemand, der das erste Buch kennt, siehst du schon richtig so die Versatzstücke, so, oh, das ist das und oh, und das, das passiert dann und dann. Und da, finde ich, merkst du schon so, dass das auch so ein Herzensprojekt von Denis Villeneuve gewesen ist, der halt wirklich das unbedingt, unbedingt machen wollte. Ja, dann kommen wir von ihr zu dem Mann, der sagen musste, somehow Palpatine returned. Oscar Isaac als Duke Leto spielt den Vater von Paul. Und es ist ganz witzig, weil vor kurzem meinte Oscar Isaac in einem Interview nach Star Wars, wo er ja komplett entnervt war, die haben mir alle so leid getan im Junket, weil die schienen alle so ein bisschen über die Nummer hinweg zu sein, hat er gesagt, er hat keine Lust mehr auf solche bombastischen Sci-Fi-Filme und sonst was, hat er in dem Junket gesagt, er will lieber kleine, feine Filme machen, wo es eher um Schauspiel geht. Ich meine, hey, habt ihr Ex Machina mit ihm gesehen? Er ist brillant in dem Film. Und jetzt macht er hiermit. Aber es zeigt uns auch so ein bisschen, dass er nochmal überzeugt wurde, in sowas mitzumachen. Es ist aber auch was ganz, ganz anderes. Naja, und erstmal, ich glaube, wenn du die Chance hast, unter Denis Villeneuve zu arbeiten, dann würdest du das eh machen. Ja. Wenn du ein bisschen weiß, wie die Geschichte von Duke Leto Atreides ausgeht, dann kannst du dir auch sagen, ja, das kann ich auch noch mitnehmen. Das kann ich auch noch mitnehmen, ja. Weil, warum nicht? Dann kann ich zumindest behaupten, dass ich dabei gewesen bin. Deswegen, also ich glaube, und wie gesagt, man darf das hier einfach nicht mit Star Wars vergleichen. Deswegen, da muss ich auch allen Star Wars-Fans da draußen sagen, geht in diesen Film nicht rein und denkt, ihr kriegt das neue Star Wars. Ja. Das ist es nicht. Es gibt Raumschiffe, es gibt einen Sandplaneten, aber das bedeutet nicht, Tatooine und das bedeutet nicht. Also das ist hier was ganz anderes. Das ist ganz anders als Star Wars. Das wird auch geht eher damit, eher Game of Thrones, eher. Nein, aber ja, geht einfach ohne solche Vergleiche. Ja. Ich meine, es ist eh immer schwer, aber und deswegen, das ist einfach so ein, wirklich so ein Epos, so ein Ensemble-Epos auch. Also klar haben wir Paul, aber wir haben eben auch Duke Leto, dann haben wir ja noch Rebecca Ferguson. Ja, als die Lady Jessica. Lady Jessica spielt. Auch ihre Figur, die ja dann eben aus diesem Orden der Bene Gesserit stammt, ist ja auch wahnsinnig faszinierend, weil sie ist ja auch mehr so Konkubine, irgendwie so in dem Stile, also nicht so richtig die Frau. Und es ist auch, und auch, wir haben uns heute gerade drüber unterhalten, Rebecca Ferguson. Ähnlich wie Zendaya, die startet richtig durch. Und das Witzige ist, ähnlich wie Zendaya, sie war auf einmal da, also so Mission Impossible Rogue One war der Film, der sie so... Nicht Rogue One. Mission Impossible Rogue Nation, ist der fünfte Teil der Reihe. Hat sie wirklich so einem internationalen Mainstream-Publikum vorgestellt. Und sie war ja eine Scene-Stealerin im Film. Ja. Also mega genial, ihre Rolle als Elsa. Und sie ist ja so gut angekommen, dass man sie zurückgebracht hat für den Teil danach, für Fallout. Und sie wird ja jetzt im neuen Film auch mitspielen, was cool ist. Und ähnlich wie Zendaya war sie danach in The Greatest Showman. Was lustig ist, weil sie war super in The Greatest Showman, aber alle, die meinten, oh mein Gott, und ihre Stimme, ich krieg Gänsehaut, hier muss ich leider reingrätschen und sagen, nein, sie hat nicht selbst gesungen in diesem Film. Sie hat selbst Playback gemacht in diesem Film. Sehr überzeugend Playback, aber das war nicht ihre Stimme. Aber sie ist eine phänomenale Schauspielerin, die auch in kürzester Zeit mir schon so unterschiedliche Rollen gezeigt hat, von Genre bis ruhiger, bis Drama, Action und geil. Also ich glaube, dass sie dieser Rolle wirklich eine ganz eigene Dimension geben wird. Ja, die sie auch braucht. Also Lady Jessica hat ja auch wirklich eine Tragweite in diesem ganzen ersten Buch auch, die nicht zu unterschätzen ist und die ja gerade auch für Paul sehr, sehr wichtig ist. Ne? Voll. Und das ist sehr spannend. Und wie gesagt, dann haben wir noch, wir haben
Wie nennen wir denn? Jason Momoa? Ich wollte gerade kommen zu Batista. Ach so. Weil das ist halt auch ja, aber ich dachte, wir gehen erstmal Atreides. Okay, dann kommen wir zu Jason Momoa. Der Duncan Idaho spielt. Den Schwertmeister. Aquaman persönlich. Ja. Permission to come aboard. Also auf ihn bin ich sehr, sehr gespannt. Auch auf Josh Brolin. Aber gerade er wirkt auch wie eine Figur, allein von dem neuen Trailer her, der auch ein bisschen Humor reinbringen kann, ohne dass der Film zu Slapstick und zu lachhaft wird. Und da bin ich generell gespannt, weil viele von Villeneuves Filmen sind eher trocken und, sag ich mal, zäh von der Tonalität her. Ich glaube, dieser auch. Aber es war auch ganz interessant zu sehen, dass er ein paar lockere, lustige Momente reinbringt, aber sie sich nicht deplatziert anfühlt. Wenn er zu seinem, wenn er Paul anfasst und sagt, hast du Muskeln bekommen? Und dann habe ich, nee. er bringt da halt seinen Momoa-Charme, den er einfach hat. Aber gut, es passt halt auch zu seiner Rolle so. Ne? Ich meine, du hast ja denn diesen Gurney von Josh Brolin, der ja mehr so der große Ausbilder von Paul ist. Und er ist halt wirklich so, ja, okay, ich bring dir halt Kämpfen mit dem Schwert bei und solche Sachen. Und Jason Momoa finde ich auch, ist ein toller Schauspieler. Und ich meine, er wird zwar auch immer ein bisschen in so eine Rolle gesteckt, so, ich glaube auch die Rolle von Duncan Idaho ist halt so. Ich wüsste ja auch gar nicht, wen du anders nehmen solltest als Jason Momoa. Weil Chris Hemsworth. Ja, gut, so. Aber das ist halt auch so ein Jason Momoa-Type irgendwie so ein bisschen. Ja. Das, finde ich, passt. Josh Brolin ist natürlich dann so ein bisschen der Gegenpol dazu. Ja, der den haben wir auch, Gurney. Genau, der dann einfach wahrscheinlich so ein bisschen den ruhigeren Pool dazu geben wird, der halt ihn auch irgendwo ausbildet. Also fantastischer Cast. Was halt bei ihm auch cool ist, wir sehen auch schon, basierend auf den paar Clips, die wir gesehen haben und dem Trailer, haben wir auch schon eine wundervolle Beziehung etabliert zwischen ihm und Paul. Ja. Dass er bereit ist, sich auch für den Jungen schnell zu opfern. Es gab dann eine Szene mit einem Wurm und so weiter. Und er hat halt auch einen sehr, sehr trockenen Humor, wenn er nicht in der Lage ist zu lächeln und er daran erinnert wird und dieses Josh Brolin-Gesicht zeigt. Diesen Gag gibt es schon seit Men in Black 3 mit Josh Brolin. Wenn Will Smith zu ihm sagt, ich suche nach einem Agent K, sein Lächeln sieht etwa so aus. Ja gut, das hat aber auch Tommy Lee Jones ein bisschen... Ja, aber ja. Und ich glaube, dass wir auch hier ziemlich, ziemlich cool... Ich frage mich auch, wie die Dynamik sein wird zwischen diesen beiden Mentorenfiguren, zwischen Josh Brolin und zwischen Jason Momoa. Mhm. Also wie das so laufen wird, ist wahnsinnig interessant. Damit sind wir ja schon fast das Haus Atreides durch, oder? Na, wir haben noch den Mentaten Tufir Hawat von Stephen McKinley Henderson. Ich musste mir selbst mal Notizen machen. Weil ich habe sie mir auch alle aufgeschrieben, weil ganzen, das ist ein gigantischer Cast. Schauspielernamen, kann noch man, nie stand so viel auf meinen Karten. Genau, hier ihn haben wir auch noch. Das ist ja quasi so eine Art menschlicher Computer, der alle Chancen und Möglichkeiten irgendwie sofort ausrechnen kann, für alle möglichen Analysen zuständig ist. Der gehört ja auch so ein bisschen zu diesem, zu den Lehrern von Paul, ist ja auch ein Berater von dem Duke. Jetzt haben wir ihn, ich glaube, wir hatten Stephen McKinley Henderson vorher auch noch nicht irgendwie in Trailern groß gesehen. Ja. Jetzt haben wir ihn auch das erste Mal so gesehen. Wir haben ihn auch in den 10 Minuten, die wir sehen durften, konnte man ihn schon ein bisschen besser sehen. Da hat man auch sehr schön gezeigt, wie er quasi zu diesem menschlichen Computer wird, der so wirklich so innerhalb von Millisekunden irgendwie die krassesten Berechnungen ausführen kann und seinem Herren sagen kann, ja okay, also die Reise nach Arrakis kostet uns so und so viel Millionen, Milliarden, keine Ahnung was. Das fand ich, haben sie sehr, sehr toll gemacht. Gleichzeitig die Art und Weise, wie das inszeniert wurde, hat mich ein wenig an Bran erinnert. Ja, okay, ja. Gut. Ja. Und keine Angst, wir haben hier nicht erneut einen Bran-Charakter, der alle 2 Sekunden sagt,
alles, was passiert ist, musste passieren. Mhm. aber jetzt sind wir, glaube ich, das Haus. Nein, wir sind immer noch nicht, also wir haben der Leibarzt fehlt uns noch, Dr. Wellington Yue, gespielt von Cheng Chen. Chen. Ja, stimmt. Der ist auch noch sehr wichtig. Auch für ihn will ich jetzt nicht zu viel spoilern, weil das, wie gesagt, wer die Bücher kennt, weiß, was diese Figuren alles irgendwie anstellen werden. Aber ich will jetzt hier auch nicht. Wir sind hier vorsichtig. Ich will jetzt hier auch nicht zu viel kaputt spoilern, weil ich finde, man muss es einfach so erlebt haben. Wie gesagt, ich habe ja auch das Buch gelesen und das sind auch einfach so krasse Wendungen und aufregende Charakterzeichnungen. Und das ist auch das Tolle, finde ich, an dem Buch von Frank Herbert, wie er es schafft, halt wirklich diese ganzen Intrigen aufzubauen. Wie, das ist wirklich wie so ein Schachspiel. So, alle Figuren werden aufgestellt und du weißt aber nicht, welche Figur wird jetzt den nächsten Zug in welche Richtung machen. Und da ist natürlich auch Dr. Yue so ein sehr, sehr spannender Charakter einfach für die Geschichte, so der wirklich, also ich bin so dermaßen gehypt auf diesen Film, allein so vom Cast her, und jetzt können wir gerne zu den Harkonnen. Aber haben wir jetzt nicht noch Liette Kinnis, ist sie nicht auch? Ja, genau, also sie gehört auch, also sie arbeitet auch für den Duke. Mhm. Gespielt von Sharon Duncan Brewster. Genau, sie ist so quasi die Arrakis-Expertin, aber auch die Expertin für die Fremen. Haben wir ja auch eine kleine Szene mit ihr gesehen, wo ihre Expertise auf jeden Fall wichtig wurde in dieser Wurmsequenz. Genau, genau. Sie erklärt denen ja auch so ein bisschen, wie wird das Beiß abgebaut, wie hängt das Aufkommen der Sandwürmer mit diesem Spice-Abbau zusammen, das wird uns da schon alles ziemlich deutlich auch gezeigt. Jetzt können wir, glaube ich, zum Haus erkunden, oder? Jetzt können wir gerne, genau, zum Haus erkunden. Batista himself. Ich meine, verdammt, der Typ hat auch langsam eine Karriere. Wrestler, Drax the Destroyer und jetzt einfach mal in Dune von Denis Villeneuve. Er hat ja auch kurz mitgespielt in Blade Runner 2049. Ich wollte gerade sagen. War gar keine schlechte Performance. Denis Villeneuve hat ein gutes Händchen dafür, Dave Bautista in seriöse Rollen zu stecken, die wirklich gut passen. Und er spielt Beast Raban. Er hat ja einen richtigen, er heißt ja Glossu Raban und er wird ja nur das Biest genannt wegen irgendeiner Vorgeschichte, wo er irgendwie zig Leute hat abschlachten. Er ist ja so ein bisschen, er ist ja der Neffe von Baron Harkonnen und eigentlich so seine ausführende Hand, wenn es darum geht, so für Recht und Ordnung zu sorgen auf die Tyrannenart und Weise. Mhm. Das sieht man ja auch im Trailer. Also da sieht man ja ganz viel auch diese umgekehrt aufgehängten Menschen da irgendwie auf diesen komischen Blöcken. Also Exekutionen auch. Dieses Biest von ist wirklich ja auch ein Biest in dem Sinne. Und bei Batista mache ich mir da echt überhaupt keine Sorgen, dass der hier irgendwie bedrohlich sein könnte. Weil zumindest im Gegensatz zu seinen Wrestler-Gone-Actor-Kollegen versucht er sich ja auch viel mehr so mit solchen Rollen, die ihn tatsächlich auch mal zum Schauspielern fordern, so, ne? So, weil ansonsten, gerade wenn ich mir jetzt auch so John Cena angucke, ich habe den da, ich glaube, der macht auch nur Komödien oder Action-Sachen, so, ne? Ja. Yeah. Und zumindest Batista ist ja jemand, der wirklich alles macht. Auch mal wirklich alles einfach ausprobiert. Und das finde ich schon echt stark. Und ich glaube, wir werden hier eine Seite an ihm sehen, die wirklich gruselig sein könnte. Absolut. So, also allein was aber auch sein muss. Er kam mir ein wenig vor in dem Material, also gerade jetzt auf dem Trailer, als wenn Bane eine ganze Armee anführen darf, weil Bane war ja auch so, hat Exempel statuiert mit Leuten, die bei seiner Rebellion nicht mitgemacht haben, da in The Dark Knight Rises. Und ich bin ganz
gespannt, was wir da noch für alles von Batista sehen werden. Ja. Also, das ist schreibt gerade, N-V-Bahn schreibt gerade, kann The Rock aber auch, finde ich. Ich weiß nicht, haben wir von The Rock schon irgendwie eine seriösere Rolle? Also, The Rock kann halt wirklich gut, finde ich, so Blockbuster-Popcorn-Kino, Familienunterhaltung. Und das ist ja auch so das, worin er seine Marke The Rock sieht. Yeah. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum er damals bei diesem Rampage-Film gesagt hat, okay, also keine Ahnung, wenn ihr, weil ursprünglich war wohl der Plan irgendwie, dass dieser große Affe am Ende sterben soll. Mm. Und wenn ihr, und The Rock meint, okay, sorry, wenn ihr den Affen am Ende sterben lasst, dann bin ich raus, weil wenn die Leute in einen The Rock-Film gehen, wissen sie, das ist Familienspaß, das ist Unterhaltung. Und da gibt es am Ende ein Happy End, fertig, bumm. Und deswegen gehe ich mal, weiß ich gar nicht, hat The Rock schon irgendwie sowas in die Richtung gemacht? Er hat in seiner jungen Phase sowas wie Extreme Rage und sowas gemacht. Das waren halt eher heftigere Actionfilme ohne dieses Augengezwinkere. Mhm. Und ich fand ihn auch damals sehr witzig. In Be Cool, wenn du den gesehen hast. Das war diese Fortsetzung zu Get Shorty mit John Travolta und Uma Thurman und so weiter. Ich glaube, The Rock kann eine Menge. Ich glaube, er kann sehr, sehr viel spielen, aber er hat halt sein Image und aus dem möchte er auch nicht mehr rausbrechen. Das ist ähnlich das ist sehr ähnlich wie Will Smith. Will Smith spielt keine Schurken. Hm. Selbst in Suicide Squad, im ersten, hat er ja Deadshot gespielt. Und Deadshot war de facto eine Heldenfigur in diesem Film. Und ich glaube, dass Will Smith fantastische Schurken spielen könnte, weil Will Smith hat fantastische Dramen schon gespielt. Ob I Am Legend, ob Ali, wenn er Muhammad Ali verkörpert hat, der kann so viel. Und dass er Humor kann, ist klar. Aber meistens unterschätzt man Comedians. Wenn du Comedy kannst, ganz was alles. Wir müssen kurz Willi Wuttke grüßen. Hallo Willi. Nee. Willi ist gerade im Chat und schreibt, ihr seid super Jungs. Für alle da draußen, die nicht wissen, Willi hat quasi dafür gesorgt, dass wir heute die ersten 10 Minuten sehen und dass wir den Trailer tatsächlich in IMAX sehen. Hashtag Ehrenwilli. Ehrenwilli, genau. Danke, dass du hier bist. Ja, also vielen Dank dafür, Willi. Und wir bedanken uns bei Julian Rausch für 10,99. Vielen Danke. Dank, Julian. Julian, deine Frage stellen wir am Ende, weil die ist marveliger Natur und wir sind ja jetzt hier gerade noch bei Dune. Ja, dann machen wir weiter. Machen wir weiter. So, wir kommen jetzt zum Haus Harkonnen. Sprechen wir doch einfach über Stellan Skarsgård als Baron Harkonnen. Ich finde es auch toll, dass man sieht ihn ja kurz, wie er da über diesem komischen Dingens da schwebt. Ja. Yeah. Und das, genau, hier, der sieht fantastisch fies und eklig aus irgendwie. Und ich finde es auch toll, dass man wirklich, dass das hier auch wieder aufgenommen wird. Es ist ja auch im Buch so, dass er irgendwie so komische Apparaturen hat, weil er irgendwie so schwerfällig ist, dass er sich nicht mehr richtig bewegen kann. Das finde ich, muss sein, das hat David Lynch auch gut in seiner Version hingekriegt. Hat ihn so eklig gemacht. Also der Harkonnen in dem alten Film ist ja auch nur mit diesen ganzen Pusteln und der war ja so richtig, richtig eklig. Mhm. Da sieht ja Stellan Skarsgård schon fast ein bisschen freundlich dagegen aus. Er sieht aus wie ein Bad Guy, aber der andere sah aus wie ein abgrundtief ekelhafter Bad Guy. So, und ja, also ich habe Vertrauen in ihn. Er ist ein sehr guter Schauspieler. Er war auch gut ich fand ihn generell ein bisschen unterschätzt, und zwar von David Fincher, The Girl with the Dragon Tattoo. Achso, ja, das ist gut, dass André gerade die... Nein, egal, jetzt seht ihr, dass ich mir Wasser nachgieße. The Girl with the Dragon Tattoo fand ich ja etwas unterbewertet von Fincher. Und da hat Stellan Skarsgård ja auch eine bedeutende Rolle gespielt. Der kann sowas. Und ja, ich glaube, der wird das rocken. Da habe ich gar kein Problem. Dann kommen wir mal. Im Haus Harkonnen haben wir auch, auf welchen ich mich wirklich sehr, sehr freue, ist David Dastmalchian. Ja. Den kennen wir aus Ant-Man und Ant-Man and the Wasp,
Da ist er einer dieser drei, wie Michael Douglas Charakter Hank Pym sie nennt, Wombats. Genau, ja. So, hier spielt er Peter DeVries. Mhm. Und das ist ja die rechte Hand vom Baron. Das ist auch so ein Mentat, also auch wieder so ein, ja. Und es ist ganz spannend, auch zu sehen, wie er sich gerade weiterentwickelt. Das erste Mal, als ich ihn je gesehen habe, auf einer Leinwand, war in The Dark Knight. Mhm. Da war dieser Wahnsinnige aus Arkham, der für den Joker gearbeitet hat, hat einfach nur böse gelacht. Und später wurde er ja von Harvey Dent dann verhört. Demnächst wird man ihn sehen in The Suicide Squad als Polka-Dot-Man. Ne? Ich meine, Polka-Dot-Man, mehr muss ich nicht sagen. Und jetzt, zack, ist auch er in Dune. Man hat wirklich sich querbeet bedient, aber ich glaube, ich traue diesem Schauspieler eh eine Menge zu. Und es ist ganz spannend, ihn mal rauszusehen aus diesem Comic-Kosmos und in so einer bösen, fiesen Rolle. Und ich glaube, der wird es rocken. Ja, und von dem, was ich toll finde, ist auch, weil wir vorhin schon so ein bisschen über die ganzen Kostüme und sowas gesprochen haben, wie auch hier die Kostüme aussehen. Also auch hier Peter sieht, der hat ja auch so diese so eine schwarze Lederkluft. Robe. Das sieht man auch jetzt im neuen Trailer. Da sieht wirklich sehr, sehr cool aus, so von dem ganzen Design her. Da hast du auch schön so diesen Kontrast wieder so. Okay, hier merkst du ganz genau, okay, das sind die Bösen, das sind die Guten. Und das finde ich echt ziemlich, ziemlich cool. Dann haben wir als nächstes Stilgar, gespielt von Javier Bardem, das ist nicht mehr Haus Harkonnen, das ist einer der Fremen. Fremen, ja. Und ja, es ist spannend, weil wenn man Javier Bardem in letzter Zeit hört, denkt man, Javier Bardem ist ein Synonym für Bad Guy. Weil er ja eigentlich seine ikonischen Rollen der letzten 10 Jahre, sogar länger als 10 Jahre, waren alle Bad Guys. No Country for Old Men, Skyfall. Kürzlich Fluch der Karibik, was auch nicht mehr so kürzlich ist, aber das sind so seine ikonischen Schurkenrollen. Und hier ist er eigentlich das Gegenteil. Hier ist er einer der Guten und jemand, der eine gewisse Hoffnung in Paul sieht. Ja. Und ich glaube, da kann er mal gegen seinen Typ spielen. Und das sehen wir ja hier sehr häufig, wenn wir uns diesen Cast angucken, dass sehr klar gewählt wird. Man hätte auch sagen können, man macht aus ihm den Baron. Man hätte sagen können, man macht aus ihm diesen Peter. Aber nein, ich bin äußerst gespannt zu sehen, was Javier Bardem auch mit dieser Rolle anstellt. Und ich habe jetzt eigentlich nur noch einen Namen auf meiner Liste, den wir wirklich abklappern sollten, weil wir dann zurück zum Thema kommen, das wir davor schon mal hatten. Und zwar Reverend Mohiam, sag ich es richtig? Reverend Mother. Okay. Müsste sie eigentlich heißen, richtig, oder? Und zwar gespielt von Charlotte Rampling. weil sie ist ja eine der Bene Gesserit. Ja. Okay. Und wir haben sie ganz kurz schon mal gesehen. Hier steht es Mohiam, siehst du? Ja, aber du hast Reverend Mother. Reverend Mother Mohiam, siehst du. Wir sehen sie ja auch kurz bei dieser Zeremonie, bei diesem Auftrag an das Haus Atreides. Und sie müsste dann ja noch eine größere Rolle spielen, sollte es zu diesem Spin-off kommen. Ich frage dich generell, wie kann so ein Spin-off ausschauen? Was kann man da für Ideen ausschöpfen? Ich weiß, da kenne ich mich halt nicht so genau aus, aber ich weiß halt, dass Brian Herbert eben ganz viele dieser einzelnen Konzepte von dem, was sein Vater erschaffen hat, weiter ausgebaut hat. Ich glaube, es gibt auch Romane, die halt mehr in Richtung dieser Navigatoren gehen, der Bene Gesserit gehen. Und ich denke mal, da kann man halt wirklich irgendwo noch die Geschichte auch dieser Schwesternschaft irgendwo ausbauen und das noch weiter erzählen, gerade weil die ja auch eine sehr, sehr faszinierende Geschichte haben. Wir haben es ja auch in diesen 10 Minuten gesehen, so, die haben ja auch so ein bisschen was an die Macht erinnert. Nur es wird hier natürlich nicht so genannt, aber theoretisch können sie dich ja auch mental so ein bisschen beeinflussen, Dinge zu tun, und die sind nicht die Droiden, die ihr sucht, so in die Richtung.
Und das, oh hier, und Andor Raniel schreibt, das stimmt, Charlotte Rampling sollte bereits im Jodorowsky-Film mitspielen. Mm. Ich glaube, da hätte sie sogar dann Chani gespielt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber Chani oder Lady Jessica, ich bin mal. Ja, stimmt, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie eine von den beiden Rollen, jetzt ist sie natürlich ein bisschen älter geworden, aber schön, dass man das halt trotzdem. Ich bin auch sehr gespannt, wie viel von dem Jodorowsky-Design von Möbius, von Giga hier vielleicht auch noch irgendwo eine bestimmte Rolle spielen wird. Also was wir bisher schon sehen durften, was Raumschiffe angeht, was Sets angeht, hat mich sowas von weggeklatscht, anders kann ich es nicht sagen, umwerfend. Und ich liebe ja generell sowas. Ich finde, und ich weiß, das ist so ein Streitfilm bei uns beiden und generell sind es kontroverse Themen. Das sind diese beiden letzten Alien-Prequels, die wir bekommen haben, Prometheus und Alien Covenant. Hm. Ich finde, man kann über die sagen, was man will. Die sehen aber super aus. Ja. Und diese Sets und die Designs dort, die sind so unglaublich, so bezaubernd. Ah ja, sie hätte Lady Jessica spielen sollen. Bam, bin ich gut. Ja. Und ganz kurz, weil die Frage hier gerade aufkommt, nach der Laufzeit, soweit ich weiß, etwa 160 Minuten, glaube ich, oder so. Hm. Also etwas über anderthalb Stunden. Oh, sorry, 160 Minuten. 160 sorry. Minuten ist sogar ein bisschen, also fast 2,5 Stunden irgendwo. Das muss aber auch irgendwie so sein. So. Also theoretisch hättest du das Ding ja auch 3 Stunden lang machen können. Und ich glaube, kein Fan der Welt hätte sich jemals darüber aufgeregt. Vor allen Dingen, wenn der Film halt so aussieht, wie er jetzt allein schon durch den ersten Trailer aussieht. Und das sind wirklich Bilder. Ich finde auch so die unterschiedlichen Raumschiffe, wie das irgendwie aufgeht. Allein das hier, das ist hier, kommt quasi die Entourage des Imperators an. Und wenn man sich das hier mal so anguckt, du hast diesen riesen Blob, der so ein bisschen aussieht, wie was aus Wall-E kommt. Ich muss auch ein bisschen an Per Anhalter durch die Galaxis denken. Aber allein, und wie gesagt, wir durften das ja sehen in IMAX. Yeah. So, da wird dir erstmal diese Größe bewusst von dem, weil das geht hier irgendwie auf, dann kommt da so eine riesige Rampe runter, wo du dir denkst, okay, es ist nicht ein bisschen sehr groß für die 3,5 Hanseln, die da dann rauskommen, aber unglaublich, also das sieht echt generell, fantastisch aus. Wie sehr sie spielen mit, wie man Größe wahrnimmt und so weiter, das haben wir auch in dieser Szene gesehen mit dem Wurm. Das letzte Mal, dass ich das derartig hatte, war in Gareth Edwards erstem Godzilla, wo wir wirklich aus der Sicht von Hubschrauberpiloten, die runtergesprungen sind, sehen, wie gigantisch und enorm dieses Viech überhaupt ist. Das ist unfassbar. Und vor allen Dingen, was ich bei dem Wurm toll finde, ist tatsächlich, also das ist ja so ein Punkt, aber gut, da waren die technischen Voraussetzungen nicht so gegeben. Bei David Lynch fand ich die Würmer halt, ja okay, sie waren halt da. Sie waren halt ein Produkt ihrer Zeit. Ja genau, richtig. Und hier, also wir haben ja auch schon eine Szene gesehen, wie der so noch so unter der Erde quasi so lang, und selbst da merkst du schon so, okay, wow, das ist wirklich ein Riesending. Mhm. Und also hier merkst du, sich Wellen bilden von Sand. Ja. Es ist unheimlich, es sind Naturängste, es wird wirklich geil damit gespielt und ich bin sowas von hyped, was das angeht. Dann frag ich dich, nachdem wir diese ganze Castliste durchgegangen sind, auf welche Schauspielerin freut ihr euch am meisten und welchen Charakter müssen die für euch unbedingt hinkriegen? Ich habe die Antwort, alle. Alle? Alle. Alle, okay. Alle drei zusammen. Ich finde, das ist, glaube ich, das ist auch die fieseste Frage, die man bei diesem Dune-Film stellen kann. Weil, wie gesagt, das sind jetzt 13 Charaktere irgendwie gewesen, die die Hauptcharaktere sind eigentlich irgendwo mehr oder weniger, die wichtig sind für die Charaktere. Klar steht Paul irgendwo im Mittelpunkt, weil es ist letztendlich so seine Geschichte, aber nichtsdestotrotz sind alle anderen auch wahnsinnig wichtig. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Stellan Skarsgård als Harkonnen, weil er zumindest doch gegen jemanden
Starken aufspielen kann, der halt durch den David Lynch-Film aufgebaut wurde. Aber generell bin ich einfach bei allen sehr gespannt. Hier Icebox schreibt Jason Momoa, der Krämer schreibt Batista, Hetz schreibt Zendaya, Brian Rabe gibt mir recht, alle. hier, was haben wir denn noch? Genau, der Diabologe schreibt auch Wladimir Hakunen. Also ja, es ist wirklich sehr interessant. Und damit... Wie sieht es denn bei dir aus? Auf wen freust du dich denn am meisten? Eigentlich würde ich das Klischee-mäßigste sagen, aber ich würde tatsächlich Timothy Chalamet sagen als Paul. Weil, ich sag's mal so, ich habe ihn jetzt in einem Indie-Film gesehen. Ich will sehen, wie der so ein großes Epos auf seinen Schultern trägt. Weil wenn wir so die anderen Namen durchgehen, von Zendaya bis Rebecca Ferguson bis Josh Brolin, Jason Momoa und Batista, die kenne ich schon in gigantischen Filmen. Es ist eine andere Art von Film, aber ihn kenne ich nicht in etwas derartiges. Ich glaube, man hat sich auch eine Menge dabei gedacht, diesen ruhigen Charakterdarsteller zu nehmen, um... Na, weil es halt auch passt genau, so zu der Figur. Genau, ne? Um Paul zu verkörpern, und ich glaube, da bin ich am meisten drauf gespannt und auch zu sehen, gerade wie er sich entwickelt, weil es ist eine wahnsinnige Coming-of-Age-Story, wie er anfängt, wie er endet, und ja, da bin ich wirklich am meisten gespannt drauf, und ich glaube, er wird das echt, ich weiß, ich sage das die ganze Zeit, aber ich glaube, er wird das richtig rocken, also allein schon diese paar Momente aus den Trailern und aus diesem Material, das wir sehen durften, gefallen mir total, haben mich schon überzeugt. Es müsste einiges passieren, damit ich sage, oh Leute, wir sind in dieser Stream vor ein paar Monaten. sorry. So. ja, und damit sind wir die Castliste durch, damit sind wir die Bildgewalt durch, damit sind wir Denis Villeneuve durch und seine unglaubliche Filmografie. Und ja, wir haben auch ganz, ganz kurz über Black Widow gequatscht, für die, die es immer noch interessiert. ich glaube, wir kommen tatsächlich zu euren Fragen. Dann gehe ich noch mal ganz kurz die Spenden durch. Nick hat vorhin 5 Euro gespendet. Vielen Dank, Nick. Und schreibt, kann leider nicht dabei sein, ich muss noch arbeiten, daher lasse ich euch etwas Liebe da und schaue den Stream nach. Vielen Dank. Kriegst Liebe zurück. Macht weiter so, ihr seid super. Dann Aninchen 1207 hat vorhin 5 Euro gespendet. Danke dir. Und schreibt, Ed Sebastian, mal eine etwas persönlichere Frage. Welche Herkunft hast du? Habe ich mich schon aufgrund deines Nachnamens immer mal gefragt. Ich komme aus Deutschland, aber mein Papa nicht. Gib's ihn. Dann hatten wir ja noch die 1099 von Julian Rausch, der ja eine Frage hatte, die aber jetzt nichts mit Dune zu tun hatte. Deswegen haben wir es ja ein bisschen an den Hintergrund, ans Ende gestellt. Und Julian schreibt, meine Theorie, Quicksilver in WandaVision ist doch der X-Men. Ist doch der X-Men, denn Loki spielt vorher und hat das Multiverse bereits geöffnet. Vereinzelt sind Leute durchgefallen und kamen ins Zeugenschutzprogramm. Was sagt ihr? Ach so, man geht wieder wirklich zurück zu dieser Zeugenschutznummer-Theorie. Ja. Das wäre nett. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, also erstmal vielen Dank für deine Spende. Ich glaube, dass das ein Gag war. So ziemlich hat sich auch Kevin Feige danach angehört, als man ihn darauf angesprochen hat. Ich meine, dass man danach sagt, man weiß nie, vielleicht fixen wir das. Aber es war damals geplant, aus dem Mandarin-Gag zu machen, und Jahre später kriegen wir jetzt in Shang-Chi den richtigen Mandarin, was mir viel zu spät ist, weil der Mandarin ist der Erzfeind von Iron Man. Und ich brauche den Mandarin nicht in Shang-Chi. Kann er cool sein? Ja. Aber ich brauche den Joker nicht als Gegner für The Flash. So. Und man hat uns jetzt meiner Meinung nach megamäßig enttäuscht mit dem Taskmaster, weil der Taskmaster nur ein Zombie ist. So. Und nichts von dem Charakter hat, den man kennt. Und ich bin nicht mal ein großer Fan vom Taskmaster. Ich kenne ihn nicht mal so großartig. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, hat nichts mit der Figur zu tun, die wir im Kino gesehen haben. Würde man uns in ein paar Jahren sagen, ja, das war nicht der echte Taskmaster, der echte kommt noch? Vielleicht. Aber mit Evan Peters war das eine sehr spezifische Nummer. Können sie das rückgängig machen? Ja. Werden sie es?
vielleicht, aber ich glaube, für WandaVision war es wirklich der Plan, dass es nur ein Gag war. So sehe ich das. Und du? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, am Ende können sie es immer noch irgendwie versuchen und sagen, oh, das war aber tatsächlich... Ja. Was auch faul ist, ehrlich gesagt. Ich finde, dass wenn Marvel schon solche Entscheidungen trifft, ja, weißt du, sollen sie einfach dazu stehen. Ja. Weil ich finde, dann retroaktiv alle 2 Sekunden zu sagen, ja, okay, ist bei den Fans nicht gut angekommen, hier habt ihr den echten Charakter 50 Filme später. Ja. So. So, ach, okay, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Wir sind jetzt bei unseren 5 Fragen, die wir hier nochmal aus dem Chat mit rausnehmen. Oh, guck mal. André. André hat gezaubert und nicht Bescheid gesagt. Kommt da jetzt auch noch so ein Counter dazu oder so, dass wir genau sehen? Boah, was macht der? Oh nein, jetzt ist hier der Chat. Ach so, damit du auch... Dass er mich auch sehen kann, das ist ja witzig. Also ich habe hier auf jeden Fall, nehmen wir mal Fulcrum Rex. Ich brauche 2 wichtige Infos, von wem sind die Dune-Bücher und wie viele sind es? Frank Herbert und Brian Herbert, der Sohnemann von Frank. Ich glaube, der gute Frank Herbert hat 5 geschrieben oder so, oder 4 nur. Es gibt auf jeden Fall von die zwei Dune-Trilogien, das sind dann 6 Bücher. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Brian Herbert noch dazu geschrieben hat. Das sind irgendwie wahrscheinlich nochmal 20, 30, keine Ahnung. Aber so die Hauptbücher sind, glaube ich, nur 6. Nur? Nur 6, genau. dann so, das war die erste Frage. Dann haben wir, hier, Philipp Burkhardt schreibt gerade zu Fulcrum, es sind... 8 Hauptbücher und viele Nebenreihen. Okay, gut, dann... Mann, Sebastian. Ja, sorry. Hat dir eine Frage gestellt? Keine Ahnung. Wie konntest du? Dann, was nehmen wir denn noch? Alex Poli fragt hier, was ist euer Lieblingsfranchise, nicht abhängig davon, wie gut die Filme bzw. Serien sind? Ich verstehe die Frage nicht. Meinst du damit, du darfst auch Star Wars sagen, auch wenn du... Auch wenn mir vieles nicht gefällt? Ja. Ach so, okay. Ja. Ja, ist es Star Wars? Ich glaube, ich liebe diese originalen 3 Filme so sehr, ne? Und deswegen, als Franchise, gerade wenn es um diese Trilogie geht, wäre es bei mir trotzdem Star Wars. Wenn wir einfach nur um eine gute Trefferquote sprechen, das MCU ist... solide. Mhm. Aber ich finde, nicht ein einziger MCU-Film kommt an die originale Star-Wars-Trilogie ran. Mhm. Ich mag auch Indiana Jones. Ich wollte gerade sagen, das wird meine Antwort sein, Indiana Jones. Weil tatsächlich... 3 von 4. Das, naja, und nicht nur das. Ich liebe alle Spiele, die es bislang irgendwie da... Also zumindest gerade so diese alten LucasArts-Sachen fand ich alle super. Ich habe tatsächlich, was ich nicht mal bei Star Wars habe ich nicht ein einziges der Bücher gelesen. Ich werde dieses Jahr tatsächlich mal diese Thrawn-Trilogie anfangen. Timothy Zahn-Trilogie. Genau. Aber Indiana Jones, ich habe damals alle Bücher gelesen, die es dazu gab. Und da gab es ja eine unglaubliche Menge, selbst hier Wolfgang Holbein, einer so der bekanntesten deutschen Fantasy-Autoren, hat sehr, sehr viele Indiana Jones-Romane geschrieben. Das habe ich alles gelesen. Deswegen wäre es bei mir tatsächlich so ein bisschen Indiana Jones, weil ich damit auch immer so einen größeren Bezug tatsächlich noch hatte. Das ist krass. Echt auch so ein bisschen beeinflusst hat. Ich wollte früher auch halt Archäologe werden. Oh. Und du bist so ein großer Indiana Jones Fan. Ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es bald auf Filmstarts ein Video dazu gibt. Stimmt das? Ja, aber erst in der nächsten Woche. Ja, okay. Aber dann gibt es ein Video dazu. Genau. Oh, wir haben gerade eine Spende bekommen von Becker88 Rebecca 5,49. Vielen Dank dafür. Warte, das kann ich vorlesen, weil ich es jetzt lesen kann hier. Einfach ein Danke für eure tollen Streams. Freue mich mega auf den Film. Das wird im Kino mega. Ja. Da schließe ich mich dir an. Ich glaube, das wird der. Also, ich weiß, dass es zumindest eine Wirkung hat, diese Bilder und diesen Sound auf einer Leinwand zu sehen. Wenn der Rest des Films so gut wird, wie das, was wir gesehen haben, dürften wir alle sehr glücklich werden. Vielen Dank für deine Spende.
Oh, hier, soll ich... Irgendwie verliere ich meine Stimme, habe ich das Gefühl. Uiuiui. Ja? Dann... was haben wir denn hier? Oh, Mr. Manu fragt, was sagt ihr beiden zu Open Air bzw. Freiluftkinos? War ich ehrlich gesagt gar nicht so häufig in meinem Leben. Ich war 3-mal oder so und 2-mal im Autokino. Darf ich dazu so die opermäßigste Antwort geben, die es dazu geben Gott, kann? Oh Gott, jetzt komm. Ich finde das doof, dass ich da auf dem Fußboden sitze. Ich habe halt, ich gehe halt, also ich war ab und zu schon mal im Freiluftkino, es ist auch irgendwie echt schön so im Sommer. Also du saßt da auf dem Boden? Naja, so bei manchen sitzt du ja auch irgendwie immer so. Wo ich saß, da hatten wir wie so einen gechillten Sonnenstuhl, wo du dich so reinlegst. Achso, nee, dann war ich noch nicht im richtigen. Also ich kenne halt auch einige, wo du dir halt eine Decke mitnimmst und chillst du dich da irgendwo auf dem Rasen. Tut dir der Arsch weh. Und ich bin halt nicht, ich will halt den krassen Sound haben. Und für den krassen Sound, da gehe ich dann halt doch lieber ins richtige Kino. Einfach weil, sorry, Dolby Atmos und keine Ahnung was, das muss schon ordentlich. Ich meine so für Komödien oder so Dramen, finde ich, kann man ruhig auch mal ins Freiluftkino gehen. Aber tendenziell bin ich dann doch eher Kinomensch. Ich auch. Ich mix die beiden Sachen einfach nicht so gerne. Also wenn ich ins Kino gehe, gehe ich gerne richtig ins Kino mit dem kompletten Erlebnis, mit einer Lobby, wo es nach Popcorn riecht und das ist halt ein richtiges, Kino ist für mich ein richtiges Erlebnis. Wenn ich draußen mit Leuten im Park bin, was auch mega Spaß ist, auch hobbymäßig immer toll ist, sich mit Leuten zu treffen, dort was zu trinken oder zu grillen oder einfach nur Spaß zu haben im Park bei geilem Wetter, mache ich auch gerne, aber dann will ich dort keinen Film gucken. So, es sind so zwei ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die ich selten miteinander mische, ehrlich gesagt. Zum Beispiel, ich würde auch nicht Schokolade auf den Burger packen. Hast du gerade gemacht? Aber Schokolade auf Käse. Ach, hör auf damit. Nur nochmal empfehlen. Ne? Kev wohnt im Kaff, schreibt, hey, ich habe letztens zum ersten Mal die Rambo-Reihe angeschaut und liebe sie. Meine Frage an Yves, wird es ein Rewatch oder ein Ranking dazu geben? Ein Ranking, glaube ich, also kann ich eigentlich sagen, definitiv ja. Wann, weiß ich immer nicht, aber die Rambo-Filme, ich müsste sie auch alle nochmal gucken. Der erste ist für mich wirklich ein Meisterwerk. Ja. Die Sequels machen durch die Bank weg, durch Spaß. Kommt auch nur ein Sequel ansatzweise an Teil 1 ran? Meiner Meinung nach nein. Aber wie ich die Sequels ranken würde, das wäre das Spannendste. Ich meine, ich habe euch verraten, was auf der 1 ist, aber es dürfte auch niemanden überraschen, dass wenn man die Rambo-Filme rankt, der erste auf der 1 landet. Ja. Dann nehmen wir die letzte Frage von Luca S. und das ist nochmal eine Dune-Frage. Glaubt ihr, wenn die beiden Dune-Filme erfolgreich werden, werden mehr Dune-Bücher verfilmt? Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist ja meistens so, wenn man erstmal so den Nerv trifft und den Zeitgeist trifft und der Mainstream dann auch auf einmal wach wird und sagt, wow, Dune, Wahnsinn, das ist etwas, was ich nicht kannte und da will ich mehr von, dann reagiert man meistens dementsprechend. Ich meine, es ist wie gesagt, schon jetzt spricht man darüber, eventuell einen Spin-off einer Serie zu machen. Und wenn das schon zumindest in den Mund genommen wird, dieser Gedanke, dann würde es mich nicht wundern, wenn man so ein bisschen länger in dieser Welt bleibt, ob es genauso gut wird wie diese Vision von Denis Villeneuve und ob es ohne ihn weiterlaufen wird und so weiter. Das sind alles Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich nicht in Zukunft sehen kann. So ein bisschen, ich meine, man könnte es letztendlich so ein bisschen machen wie das Conjuring-Universe. Ne? So, du hast so deine Hauptreihe, aber wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass es ja auch viele Nebenromane, Spin-off-Romane, Prequel-Romane gibt. Man könnte das natürlich auch alles in Form von Filmen und Serien ausschlachten. Und ich denke mal, dass das auch, natürlich geht man heutzutage sowas auch immer so ein bisschen mit diesem Hintergedanken an. So, okay, Dune, da sind 8 Bücher, da sind so und so viel Videospiele und Comics und keine Ahnung was. Da hat man natürlich so ein bisschen wahrscheinlich auch von Produzentenseite die Hoffnung, da natürlich mehr draus machen zu können. Ja, aber letztendlich muss erst mal der erste Film gut werden und dann das, was Yves gesagt hat, wenn man dann halt wirklich so eine
so ein Konzept hat und wo auch andere Regisseure das halt weiterführen können, bitte. Ja. Warum nicht? Meine Meinung zu all dieser, zu dieser Frage, ob etwas verfranchised werden muss, ich sage nie muss, ich sage, wenn es sich lohnt, wenn es gute Geschichten zu erzählen gibt und wenn man es aus den richtigen Gründen macht, bin ich ehrlich gesagt immer dabei. Also man entnimmt häufig meinen Videos, als wenn ich ein Problem damit hätte, wenn etwas zu einem Franchise wird. Bin ich gar nicht der Meinung. Ich finde sogar, manche Filme sind prädestiniert, ein Franchise zu werden. Aber die Frage ist immer das Warum und das Wie. Und wenn das, wenn man auf diese zwei Fragen gute Antworten hat, dann ist es gar kein Problem, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Dann mache ich erstmal, das konnte ich letzte Woche nicht bringen, weil wir letzte Woche auf dem Balkon saßen und ich habe es vermisst. Ja. Deswegen, mehrere Shoutouts werden folgen. Der allererste geht mal wieder an André. André, mein Lieber, danke dir für letzte Woche nochmal, für diese gigantische Improvisationskunst, als uns der Regen erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir überlegt haben, ziehen wir die Nummer überhaupt noch durch oder nicht? Und wie gut es dann alles geklappt hat, auf allen unterschiedlichen Ebenen und Levels tatsächlich. Danke dir dafür und danke dir natürlich auch heute wieder, wie spontan du reagieren konntest mit den Einblendungen. Danke, unser Respekt. Wir quatschen. Das nächste Dankeschön geht raus an meinen Partner hier. Schon seit Monaten sind wir hier vor einer Kamera und machen Streams für die Leute da draußen, in ihren Wohnzimmern, zu Hause, in der Schule, keine Ahnung, wann und wo auch immer ihr entscheidet, uns einzuschalten. Du bist immer dabei. Danke dafür, aber gerne. Muss ja an dieser Stelle sagen, dass es eine Pause jetzt gibt mit den Streams, und zwar zumindest eine Woche lang, weil Sebastian geht in seinen wohlverdienten Urlaub. Tut mir leid. Aber auch Sebastian muss sich mal ausschlafen. Das heißt, eine Woche lang wird Sebastian in Urlaub gehen und ich werde nicht alleine streamen. Das kann ich ihm nicht antun. Das kann ich mir nicht antun. Und deswegen nächste Woche kein Stream. Aber mit welchem Stream, welchem Thema wir dann weitermachen, wenn du wieder da bist, da werden wir noch uns hinter den Kulissen beraten und euch dann up to date halten. Aber der größte Dank, der gilt euch. Ihr seid immer dabei. Wir könnten euch nicht dankbarer sein für eure Kommentare, für euer Feedback. Ich meine, diese wundervolle Tasse, die ich jetzt in die Streams reinnehme, hat mir jemand von euch geschickt, okay? Ich kann euch nicht genug danken für diesen konstanten Support, den ihr uns jetzt schon zeigt, seitdem wir angefangen haben, diese kleine Sendung auf die Beine zu stellen, die anfangs super klein war, wo der Ton immer Schwierigkeiten gemacht hat, wo wir an einem hässlichen Tisch standen und alles, was wir hatten, waren unsere Meinungen und unsere vorlauten Klappen. Und dass ihr trotzdem uns immer noch die Treue schwört, das wissen wir zu schätzen. Wir wissen jede Spende zu schätzen. Wir würden euch nie darum bitten, aber wir wissen es jetzt zu schätzen, dass ihr es tut. Deswegen wünschen wir euch einen wundervollen Abend erneut. Wir sehen uns in 2 Wochen diesmal wieder. Klar, auf Moviepilot und auf Filmstarts wird es regulären Content noch geben, aber in Live-Form sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Durch den kleinen Schlitz erkenne ich auch nicht viel, aber davor hat es bei uns geregnet. Und ich sage schon mal nochmal vielen Dank für all die lieben Urlaubsgrüße. Oh, danke, danke. Ich glaube, bei Dune ist der Catchphrase, es muss fließen. Und deswegen, ja, was soll ich sagen, fließt nicht weg. Nein, es fließt nicht weg. Macht's gut. Ciao.